Jeder hat das Recht, sich aus frei verfügbaren Quellen zu unterrichten. Dieser Prozess dient der Meinungsbildung. Um eine Möglichkeit der freien Meinungsbildung gewährleisten zu können, müssen die verfügbaren Medien ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung der jeweils abweichenden Meinung bieten. Pluralismus, Staatsferne und Programmfreiheit sind daher die Säulen der Rundfunkfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat in 3 bahnbrechenden Urteilen zur Ordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Meinungsmacht das Prinzip der Vielfaltsicherung entgegengestellt. Eine Konzentration dieser Meinungsmacht auf eine kleine Gruppe wollte das Verfassungsgericht unter allen Umständen vermeiden. Die Programmbeiräte für das Fernseh- und Rundfunkprogramm entstanden, die über die Ausgewogenheit der Medien wachen sollten. Das war vor mehr als 3 Jahrzehnten. Es gab nur Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Wir informieren uns heute über das Internet. Es gibt keinen Beirat, der über das Internet wacht. Die Wikipedia ist ein großer Teil des Internets und ein inzwischen allgegenwärtiges, ständig genutztes digitales Lexikon. Es dient zur Meinungsbildung und hat alle anderen Lexika längst verdrängt. Man sagte uns, dass die Wikipedia demokratisch sei, dass sie ausgewogen und neutral sei. Man sagte uns, dass jede Entscheidung in der Wikipedia transparent sei, jeder Einzelne die Wikipedia kontrollieren und verbessern könne. Wir wurden alle belogen. In der Wikipedia gibt es totalitäre bzw. mafiöse Sozialstrukturen, die in Teilen der Online-Enzyklopädie eine sachliche Diskussion bzw. Editierung von Artikeln unmöglich machen. Besonders in politischen und sozialwissenschaftlichen Themenfeldern agieren einige besonders problematische Sichter und Administratoren. Im Film Die dunkle Seite der Wikipedia, welcher auf YouTube frei verfügbar ist, konnten wir am Beispiel des Wikipedia-Artikels zur Person von Dr. Daniele Ganser nachweisen, dass hierin gezielt Rufmord betrieben wurde. Dieser Zustand dauert weiter an. Die Methoden der Rufmordkampagne umfassen unter anderem falsche Zitate, sinnentstellte Zitate, selektive Negativquellenauswahl, Zulassen von Quellen aus unsachlichen und meinungsmachenden Zeitungsartikeln und ungewöhnliche bis sehr sportliche, sprich absichtlich falsche Auslegung der Wikipedia-Regeln. Auch versteckte semantische Textverknüpfungen, die aber psychologisch sehr wirksam sind, werden genutzt, um im Subtext Negativinformationen zu transportieren. So wird beispielsweise Dr. Daniele Ganser ohne bestehende Quellenbasis eine Nähe zu Holocaustleugnern angedichtet. Wir enttarnten rund um die Rufmordkampagne zum Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser 2 der Hauptakteure, Co-Pilot und Vieh. Der letzte Film blieb aber einige Antworten schuldig. Warum wird hier aggressiv gegen einen Vertreter der Friedensbewegung vorgegangen? Gibt es eine Organisation hinter Vieh und Co-Pilot? Oder aber noch weitere Gruppierungen, die ein Interesse an der Rufmordkampagne haben? Zu diesen Fragen gibt es jetzt einige interessante Antworten. Wir werden in dieser Dokumentation im Detail nachweisen, dass 2 miteinander verbundene Meinungsmanipulationsnetzwerke über die Inhalte in der Wikipedia bestimmen. Einige Mitglieder dieser Netzwerke sitzen in den Redaktionen von Tageszeitungen. Andere haben über das letzte Jahrzehnt eine absolute Machtposition innerhalb des Online-Lexikons erlangt.
Sie besetzen mehrheitlich alle Schlüsselpositionen der Wikipedia und sind die Herrscher über die Inhalte der Enzyklopädie. Wir werden aufzeigen, wer hinter den Kulissen die Strippen zieht und dass aus der Wikipedia kein Nachschlagewerk, sondern ein Propagandawerkzeug geworden ist. Irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl. Wir fahren nach Waldkraiburg, einer kleinen, verträumten Stadt, ca. 70 Kilometer östlich von München. Unser Film Die dunkle Seite der Wikipedia hatte dort Anfang Mai 2016 Filmpremiere. Nach mehreren Filmaufführungen in verschiedenen Kinos werde ich nun endlich selbst zum allerersten Mal unseren Film auf einer 60 Quadratmeter großen Leinwand sehen. Das stimmt mich natürlich freudig gespannt. Außerdem gibt es eine Gelegenheit, sich mit dem bekannten Historiker und Anhänger der Friedensbewegung Dr. Daniele Ganser zu treffen. Dem Mann, der durch akribische Nachforschung die Existenz verfassungsfeindlicher NATO-Stay-Behind-Armeen in Deutschland und fast allen Ländern Europas im Rahmen seiner Doktorarbeit nachgewiesen hat und gravierende Unstimmigkeiten an der offiziellen Geschichtsschreibung rund um die Anschläge vom 11. September detailliert aufgearbeitet hat. Im Anschluss an die Vorstellung unseres Films gibt es eine Veranstaltung von der ÖDP, der Ökologisch-Demokratischen Partei Deutschlands. Der Historiker und ich sollen uns zum Thema Meinungsmanipulation den Fragen des Publikums stellen. In dem Moment allerdings, in dem bekannt wurde, dass Dr. Ganser öffentlich spricht, tauchte plötzlich massive Kritik auf. So konnte man schon im Vorfeld in der Münchner Abendzeitung zu einer anderen Veranstaltung der ÖDP mit Ganser lesen: Münchner ÖDP lädt Verschwörungstheoretiker ein. Darin kann man weiterlesen: Die Partei hat den Publizisten Daniele Ganser zum Vortrag eingeladen und erntet dafür Kritik. Der 43-jährige Schweizer pflegt Kontakte zu Rechten. Mit seinem Wikipedia-Eintrag ist Daniele Ganser nicht glücklich. Immer wieder soll der Schweizer Publizist versucht haben, das Wort Verschwörungstheorie aus der Einleitung zu löschen. Vergeblich. Es bleibt stehen. Wundern muss sich Ganser darüber eigentlich nicht, tritt er doch immer wieder in Umfeldern auf, die diesem Etikett durchaus gerecht werden. So fachsimpelte er beispielsweise im vergangenen Jahr auf Einladung des rechten Kompaktmagazins mit Karl-Heinz Hoffmann, dem Gründer der berüchtigten rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann. Dass wir so schnell auf eine praktische Anwendung von Meinungsmanipulation stoßen, damit hätten wir nicht gerechnet. Daniele Ganser als Friedensforscher und Friedensaktivist ein Rechtsradikaler? Wie soll das gehen? Oder warum ist es so immens wichtig darzustellen, dass er sich mit angeblich rechtsradikalen Personen trifft? Es kommt mir insgesamt wie ein Déjà-vu vor. Schon wieder eine Rufmordkampagne, genau wie in der Wikipedia, die wir im Detail im letzten Film diskutiert haben. Das war mein erster Gedanke. Hier stellte sich für mich die Frage, ob der Autor des Artikels einfach nur desinformiert ist, die Rufmordaktion rund um Daniele Ganser bzw. den Film Die dunkle Seite der Wikipedia nicht recherchiert hat und nicht kennt, oder ob hier absichtlich Falschinformationen gestreut werden. Die Frage werde ich nicht beantworten können, denn E-Mails an die Münchner Abendzeitung blieben unbeantwortet. Über die mafiösen Machenschaften und totalitären Strukturen in der Wikipedia berichteten wir bereits ausführlichst im erwähnten Film. Wir erinnern uns. Da wird zum Beispiel immer noch vom Historiker Prof. Dr. Gregor Schölgen eine offensichtlich fehlerbehaftete Rezension als Quelle genutzt, um darzulegen, dass Dr. Daniele Ganser handwerkliche Fehler in seinem Buch über NATO-Geheimarmeen unterlaufen seien. Und das, obwohl der Wikipedia-Gemeinschaft dieser Sachverhalt nach Veröffentlichung unseres Films seit mehr als 12 Monaten bekannt ist. Wir lesen in der aktuellen Ausgabe des Wikipedia-Artikels zu Daniele Ganser: Laut Gregor Schölgen hat er, Daniele Ganser, dabei aber manche Mitgliederzahl weit überschätzt. Gregor Schölgens Aussagen dazu sind aber nachweislich falsch. Er stellte fest, dass Daniele Ganser die NATO-Geheimarmee in Deutschland in Divisionsstärke annahm. Wir konnten hingegen beweisen, dass das Wort Divisionsstärke in diesem Zusammenhang im gesamten Buch von Daniele Ganser nicht zu finden war. Obwohl die Wikipedia-Gemeinschaft nun über die Fehlerhaftigkeit der Schölgen-Rezension informiert war, entspannte sich einen Tag nach Veröffentlichung unseres letzten Films folgender Dialog in der Wikipedia. Jetzt mal ohne Quatsch. Ich habe den Film gerade zu Ende geguckt. Markus Fiedler erzählt zwar eine Menge Dinge, die der Überprüfung nicht standhalten, um es mal höflich auszudrücken, dass Schölgen Ganser aber falsch zitiert, was ich leider so in den Artikel übernommen habe, scheint zu stimmen.
Das würde ich nach Freigabe des Artikels gern korrigieren. Nicht, dass es nachher wieder heißt, Phi-Diskussion 17.55 Uhr am 22. Oktober 2015. Nach diesem Einwand von Autor Phi, uns inzwischen bekannt als der Historiker Dr. Philipp Heide, diskutiert man dann aber munter weiter und bemerkt, dass Daniele Ganser sehr wohl von 17.000 Mitgliedern gesprochen habe. Das sei ja nun mal Divisionsstärke. Ich prüfe diesen Einwand nach und werde fündig. Daniele Ganser sprach tatsächlich von 17.000 Mitgliedern des BDJ, allerdings nicht bezogen auf die NATO-Stay-Behind-Kampfgruppe. Dazu gleich mehr. Die Tatsache, dass ich diese Stelle zunächst nicht gefunden hatte, liegt einzig und allein daran, dass ein renommierter Wissenschaftler wie Professor Gregor Schölgen in einer Rezension einer wissenschaftlichen Arbeit glaubt, auf genaue Quellenangaben, nämlich Angaben zur Seitenzahl, verzichten zu können. So bleibt es dem Leser überlassen, nachzuprüfen, wie Professor Schölgen zu seiner unrichtigen Behauptung kommt. Und das in Gansers Buch mit mehr als 400 Seiten. Ein gravierender Mangel, auf den wir schon explizit im letzten Film hingewiesen haben. Am Ende kristallisiert sich in der Wikipedia-Diskussion zum Thema Gregor Schölgen eine Ablehnung des Korrekturvorschlags von Phi alias Philipp Heide heraus. Schließlich schreibt der passive Sichter Kurt R. an Phi. Das macht keinen Sinn, dass man keine Korrektur verlangt, wenn es ein offensichtlicher Fehler sein sollte in der Zeitung. Falls dies wirklich ein Fehler wäre, wäre die Unterlassung von Ganser auf eine Korrektur bzw. einer Gegendarstellung in der FAZ fahrlässig. Hast du im FAZ-Archiv nachgeschaut, ob es so etwas gegeben hat? Falls nicht, so muss sich Ganser nicht wundern, wenn möglicherweise Falsches sich weiterverbreitet, sei es in Literatur, Wikipedia, Medien etc. Wie ich jetzt hier lese, ist nicht mal sicher, ob es wirklich falsch ist in der FAZ. Kurt R., 2.09 Uhr, 24. Oktober 2015. Hier wird also folgendermaßen argumentiert: Wenn jemand Unsinn über einen Autor und seine Arbeit verbreitet, ist es Sache des Autors, eine Gegendarstellung zu verlangen. Finden die Wikipedianer keine Gegendarstellung, dann lassen sie den offensichtlich falschen Text in der Wikipedia, obwohl sie darüber informiert sind, dass die genannte Quelle und speziell das gewählte Zitat mangelhaft und vollkommen unbrauchbar sind. Dieses Verhalten ist vollkommen unwissenschaftlich und wirft abermals kein gutes Licht auf die Wikipedia. Es wird hier offenbar, dass die Wikipedianer eine ganz bestimmte Agenda verfolgen. Warum ist diese Quelle unhaltbar? Gucken wir dazu den strittigen Originalpassus des Buches von Daniele Ganser an. Dort steht: Was jedoch nicht bekannt wurde, war, dass der BDJ eine Tarnorganisation für den sogenannten Technischen Dienst, TD, war, der in der streng geheimen deutschen paramilitärischen Stay Behind war, bestehend aus ehemaligen Nazis, bezahlt von den Vereinigten Staaten und mit Waffen und Sprengstoffen ausgerüstet. Nach den deutschen Statistiken zählte der BDJ, der über ganz Westdeutschland verbreitet war, offiziell 17.000 Mitglieder, während nach den Untersuchungen der deutschen Regierung der TD nur etwa 2.000 Mitglieder hatte. Ganser nimmt hier nicht selbst an, wie Gregor Schölgen falsch behauptet, sondern er zitiert zwei Quellen von Dieter von Glahn und von Leo Müller. Mit korrekten Quellenzitaten haben die beratungsresistenten Scheinenzyklopädisten aus der Wikipedia offensichtlich ihre liebe Not. Und nur ein kleines Stück weiter finden wir in Gansers Buch folgenden Passus: Etwa 130 Männer wurden im Wamiba-Zentrum ausgebildet. Fast alle waren früher deutsche Nazis. Ein weiteres Zitat findet sich 10 Seiten weiter. Was die dominante Präsenz von Rechtsradikalen betraf, zögerte Stavenhagen genauso mit detaillierten Angaben wie bei der Anzahl von Gladiatoren. Anmerkung: der NATO-Stay-Behind-Kampfgruppe, die während des Kalten Krieges in Deutschland operiert hatten. Gegen Ende der 50er Jahre bestand die Organisation aus etwa 70 Vollzeitmitgliedern. Die Anzahl der Geheimdienstmitarbeiter lag damals bei 500. Diese Textstellen sind eindeutig und weisen nach, dass Ganser eben nicht der NATO-Stay-Behind bzw. der deutschen Gladio-Einheit 17.000 Mitglieder andichtet. Lediglich die Tarnorganisation soll 17.000 Mitglieder laut offizieller Darstellung gehabt haben. Ganser zitiert hier Quellen, deren Zahlen bei 70 bzw. 130 ständigen Mitgliedern liegen. Allesamt weit entfernt von einem Attribut Divisionsstärke. Das deckt sich auch mit anderen aktuellen Quellen, zum Beispiel einem Text von Professor Dr. Harjo Funke, der zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommt. Gansers Text ist also vollkommen korrekt. Eine Division bestünde aus mindestens 10.000 Soldaten.
Und diese Diffusionsstärke versuchen die Editoren der Wikipedia her mittels einer falschen Rezension Dr. Ganser anzudichten, nur weil er die offizielle Mitgliederzahl einer Jugendorganisation in seinem Buch zitiert. Liest man sich die Diskussion zu diesem Thema in der Wikipedia durch, fühlt man sich in einen Kindergarten versetzt. Vielleicht ist es daher für das Auffassungsvermögen einiger Wikipedianer förderlich, wenn wir sie da abholen, wo sie sich in ihrer geistigen Entwicklung befinden. Daher werden wir extra für die Gemeinde der Wikipedia-Autoren den Sachverhalt im Folgenden nochmals Schritt für Schritt und altersgerecht erklären. Also, liebe kleine Wikipedianer, das ist der Daniele. Der hat sich mit Geheimarmeen in Europa beschäftigt. Und er hat dazu lange, lange, lange geforscht. Geheimarmeen darf es eigentlich gar nicht geben. Das verbietet das Grundgesetz und die Verfassung aller Länder in Europa. Dass es diese Armeen doch gab, fand der Daniele total doof. Deswegen hat er darüber ein Buch geschrieben. Viele Leute finden das total gut, dass der Daniele ihnen erzählt, was da wirklich los ist in Europa. Aber ihr mögt den Daniele nicht und deswegen sucht ihr das Haar in der Suppe und baut alles in die Wikipedia ein, was dem Daniele schadet. Das ist natürlich immer alles ganz sachlich, sagt ihr. Dass es das nicht ist, wissen wir inzwischen, aber vielleicht seid ihr auch einfach nur etwas langsam mit dem Denken und merkt gar nicht, was ihr für einen Blödsinn erzählt. Deswegen machen wir ein wenig Mengenlehre, extra für euch. Auch wenn das etwas altmodisch ist. Fangen wir mal an. Die Menge Bund Deutscher Jugend, BDJ, umfasst laut Quellenangabe von Dieter von Glahn 17.000 Mitglieder. Eine Teilmenge des BDJ ist der Technische Dienst, TD. Er umfasst ca. 2.000 Mitglieder. Und wiederum eine Teilmenge des Technischen Dienstes waren die Mitglieder, die im Rahmen der NATO Stay Behind Army ausgebildet wurden. Hier schwanken die Größenangaben dieser Gruppe zwischen 70 und 130, je nach Quellenangabe. Eine Quellenangabe ist das, was jetzt unten im schwarzen Balken erscheint. Das sind Quellenangaben, da müsst ihr mal reingucken. Also nochmal, für die ganz langsam. In Danieles Buch steht gar nicht, dass die NATO Stay Behind Army in Deutschland 17.000 Mitglieder hatte, sondern nur die Tarnorganisation BDJ. Gregor Schölgen behauptet aber einfach, dass der Daniele sowas geschrieben hätte. Da hat der Gregor Schölgen wohl einen großen Fehler gemacht. Und daher ist seine Rezension an dieser Stelle einfach nur, genau, nicht zu gebrauchen. Und was macht man dann mit so einer Rezension von Gregor Schölgen? Richtig. Also, warum gibt es in der Wikipedia immer noch eine Referenz zu Gregor Schölgens Quelle, die nachgewiesenermaßen an dieser Stelle Nonsens enthält? Und das, obwohl diese Sachlage seit mehr als 12 Monaten bekannt ist. Haben die Verantwortlichen der Wikipedia diesen Passus in Gansers Buch nicht gelesen? Doch, sie haben die Passagen gelesen, das wird aus der einleitend erwähnten Diskussion klar. Daher kann man diesbezüglich inzwischen Folgendes als gesicherte Erkenntnis ansehen. Radikale Autoren der Wikipedia, die den Artikel Daniele Ganser in Geiselhaft genommen haben, wollen hier keine Änderung. Sie machen trotz Nachweisen weiter mit ihrer Rufmordkampagne. Und die Kontrollmechanismen der Wikipedia versagen hier vollständig. Warum das so ist, werden wir später noch genauer beleuchten. Interessant ist allemal, dass die Schreiber der Münchner Abendzeitung sich hier offensichtlich aus der Wikipedia selber oder aus einer eng verwandten Quelle bedienten. Zurück nach Bayern. Ich komme ins Grübeln, ich sehe mir nochmals den Artikel der Abendzeitung an. Der Artikel der Abendzeitung deckt sich inhaltlich in großen Teilen mit dem Wikipedia-Artikel zu Daniele Ganser. Auch hier wird er mit dem Wort Verschwörungstheorie in Verbindung gebracht. Auch in das rechte Lager möchten die Wikipedia-Autoren ihn gerne schieben. Was die Abendzeitung hier allerdings macht, ist schon bemerkenswert. Sie stellt einfach in den Raum, dass Daniele Ganser sich angeblich einfach mal so mit Rechtsradikalen getroffen hätte. In der Zeitung steht, er hätte mit Hoffmann von der ehemaligen Wehrsportgruppe Hoffmann über das Oktoberfestattentat gefachsimpelt. Der Zeitungsartikel behauptet weiter, dass der Attentäter aus der Wehrsportgruppe Hoffmann gekommen sei. Man könnte also meinen, dass das Thema abgeschlossen sei. Tatsächlich besteht aber nach dem derzeitigen Informationsstand an der Täterschaft an sich bzw. an der alleinigen Täterschaft erhebliche Zweifel.
Dass das Oktoberfestattentat in Daniele Gansers Buch zu den NATO Stay Behind I Mean ein wichtiges Thema war und über Hoffmann spekuliert wurde, dass er Verbindungen zum deutschen Ableger der NATO Stay Behind oder Gladio gehabt haben könnte, wird im Zeitungsartikel geschickt ausgelassen. Der Artikel bezeichnet abwertend Hoffmann ironisch als unschuldiges Opfer einer NATO-Verschwörung, ohne auch nur das Stichwort Gladio oder NATO Stay Behind zu erwähnen. Dass es sich hierbei eben nicht um eine der viel zitierten und geschmähten Verschwörungstheorien, sondern um eine tatsächliche NATO-Verschwörungspraxis handelt, bleibt dem unerfahrenen Leser verborgen. Denn dass es so eine NATO Stay Behind gegeben hat, ist selbst im Mainstream allgemeiner Konsens. Hier werden also Fakten verschleiert und damit Stimmung gegen Ganser gemacht. Die Abendzeitung verleumdet hier also gezielt Dr. Ganser und das mit voller Absicht. Denn zwischen den Zeilen steht hier ganz klar, Daniele Ganser trifft sich mit Elsässer, Gründer des als rechtsstigmatisierten Kompaktmagazins, und mit Hoffmann, ehemals Gründer der rechtsradikalen Wehrsportgruppe mit gleichem Namen. Der Durchschnittsleser ergänzt dann für sich automatisch, Daniele Ganser ist auch rechtsradikal. Die Münchner Abendzeitung nutzt hier argumentativ die sogenannte Kontaktschuld und wähnt sich juristisch in Sicherheit. Sie hat ja nicht behauptet, Daniele Ganser sei rechtsradikal. Wir stellen hier aber fest, genau das hat sie indirekt doch. Und zwar gänzlich ohne Belege. Denn der Historiker hat sich zu keinem Zeitpunkt derart geäußert, dass man eine rechtsradikale Gesinnung annehmen könnte. Ohne Belege ist dieser Artikel nichts weiter als Propaganda und Stimmungsmache gegen Daniele Ganser und mit ihm gegen die Partei ÖDP. Das scheint die primäre Intention der Abendzeitung zu sein. Dann lese ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Rückzieher nach Shitstorm. Rainer Forster lädt umstrittenen Historiker Daniele Ganser wieder aus. Im Text finden wir folgende Passagen. Der Historiker Daniele Ganser gilt als Verschwörungstheoretiker. Dazu passt auch ein Zusammentreffen mit dem Neonazi Karl-Heinz Hoffmann vor einiger Zeit. Ganser diskutierte mit ihm über das Oktoberfest-Attentat. Initiiert worden war das Treffen vom rechten Verschwörungsmagazin Kompakt. Der Wortlaut macht mich stutzig. Das habe ich doch schon fast gleichlautend in der Münchner Abendzeitung gelesen. Wurden die Artikel gemeinsam verfasst? Hat man sich abgesprochen? Ich wollte den Autor Christian Gschwendtner zu dieser Thematik befragen. Einen Kommentar zu seinem Artikel hat er jedoch abgelehnt. Und das, obwohl ein anderer, mir gut bekannter Autor der Süddeutschen Zeitung versucht hat, auf einer sachlichen Ebene zu vermitteln. Christian Gschwendtner verfasst einen reißerischen Zeitungsartikel, aber wenn Kritik auftaucht, ist er nicht bereit zu erklären, wie er zu den Inhalten seines Artikels gekommen ist. Das gehört sicherlich auch zum Phänomen Journalismus 2.0. Kurz bevor Daniele Ganser in Waldkraiburg auftreten sollte, gab es noch einen weiteren Artikel im Freisinger Tagblatt zum Thema. Überschrift: Umstrittenen Redner ausgeladen. Dort schreibt der Autor Andreas Beschorner zunächst: Er nennt sich gern, und das klingt gut, Historiker und Friedensforscher, Dr. Daniele Ganser, 43. Hier impliziert Herr Beschorner durch seine Ausdrucksweise, er nennt sich gern und das klingt gut, dass Daniele Ganser zu Unrecht als Historiker und Friedensforscher betitelt werde. Hingegen besitzt Herr Ganser einen Doktortitel als Historiker. Und wenn so ein Historiker sich jahrelang mit Staatsterrorismus beschäftigt, wie im Falle der NATO Stay Behind Armeen, und Lösungsansätze für friedliche Beilegung von Kriegen sucht, dann darf man wohl auch erwarten, dass Friedensforscher ein gerechtfertigter Begriff ist. Auf Basis welcher Expertise schreibt hier Herr Beschorner derart abwertend zur Person Ganser? Etwas weiter finden wir den Satz. Erst der Film Gut informiert durch Wikipedia von Markus Fiedler, der der Parteilichkeit und den intransparenten Strukturen von Wikipedia auf die Schliche gekommen sein will, danach der Vortrag von Wikipedia-Opfer Ganser. Herr Beschorner ist hier offensichtlich nicht in der Lage, den korrekten Titel unseres letzten Films zu nennen. Das lässt zwingend darauf schließen, dass er sich diesen Film nicht angesehen hat und dessen Inhalt daher gar nicht beurteilen kann. Wenn man einen Dokumentationsfilm kommentiert, den Inhalt aber nicht kennt, stellt sich schon die Frage nach der journalistischen Sorgfaltspflicht. Denn Herr Beschorner unterstellt durch die Formulierung, der Parteilichkeit und den intransparenten Strukturen von Wikipedia auf die Schliche gekommen sein will,
dass es genannte Phänomene in der Wikipedia nicht gäbe und Frank Michael und ich zu falschen Schlüssen gekommen seien. Das ist schon ein starkes Stück von jemandem, der offenkundig so schlecht recherchiert hat, dass er noch nicht einmal den Titel des kritisierten Werkes benennen kann. Ein Armutszeugnis für einen sogenannten Journalisten. Auch auf konkrete Nachfrage im persönlichen Gespräch, welche Quellen Herr Beschorner für seinen Artikel genutzt hat, erhielt ich keinerlei Antwort. Wir stellen also fest, Herr Beschorner ist entweder nicht in der Lage oder nicht willens, die Quellen für seine zahlreichen Behauptungen zu nennen. Zurück zum Inhalt seines Artikels. Darin tätigt Herr Andreas Beschorner folgende Aussagen. Doch dann schalteten sich Aktivisten wie die Erdlinge ein. Immer mehr kritische Stimmen zu Ganser wurden laut, der mit seiner Dissertation die Geheimarmeen der NATO bekannt wurde, der die offizielle Version der Terroranschläge am 11. September und anderer offizieller Darstellung terroristischer Anschläge in Zweifel zieht, der vor allem aber auch, darauf haben mehrere Facebook-Beiträge immer wieder hingewiesen, in zweifelhaften Gesprächsrunden aufgetreten ist. So empfiehlt Ganser den Sender Russia Today, RT Deutsch, als Alternative zu den Mainstream-Medien, ist im Jahr 2014 zusammen mit dem Rechtsextremisten Jürgen Elsässer auf der AZK Antizensurkoalition aufgetreten, tritt auf dem Rechtslast Medienportal KenFM auf und hat auch mit dem Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann ein Interview geführt, zu dem das nicht minder rechte Kompakt-Magazin aufgerufen hatte. Üblicherweise würde man in Zeitungsartikeln bei sinngemäßen Zitaten Formulierungen mit indirekter Rede erwarten. Zum Beispiel könnte man schreiben, sei auf dem rechtslastigen Medienportal KenFM aufgetreten und nicht tritt auf. Es ist daher zunächst sehr auffällig, dass Herr Beschorner als Journalist mit jahrzehntelanger Berufserfahrung entweder der indirekten Rede nicht mächtig ist oder sich gezielt den Tatsachenbehauptungen der genannten Facebook-Beiträge anschließt. Letzteres ist wohl eher der Fall. Herr Beschorner schreibt hier so, als sei er die ausgelagerte Pressestelle der Erdlinge. Er stellte sich übrigens innerhalb weniger Minuten Recherchearbeit für mich heraus, dass die Erdlinge eine anonym agierende lokale Splittergruppe der linksradikalen Antifa sind. Besonders Äußerungen anonymer Autoren hätte man genauestens auf Richtigkeit überprüfen müssen. Von einem Vollprofi wie Herrn Beschorner wäre das zu erwarten, bevor er als Journalist in die Tastatur greift, um so einen Artikel niederzutippen. Unterm Strich bleibt, dass hier offensichtlich kein handwerklich sauberer Journalismus und keine neutrale Berichterstattung durch das Freisinger Tagblatt erfolgt. Mich würde zum Beispiel besonders interessieren, in welchen Quellen Herr Beschorner die Bestätigung für die Aussagen der Erdlinge gefunden hat, dass erstens Herr Ganser in zweifelhaften Gesprächsrunden aufgetreten sei und welche Gesprächsrunden das sein sollen und zweitens KenFM ein rechtslastiges Medienportal sei. Und vor allem, was genau meint der Vollprofi-Journalist Beschorner mit rechtslastig? Meint er, dass der Journalist Ken Jebsen politisch der CDU oder CSU zuzuordnen ist oder dass Ken Jebsen ein Rechtsradikaler sei? Aber, wie gesagt, Herr Beschorner ist entweder nicht willens oder aber nicht fähig, hierfür Quellen vorzulegen bzw. sich zu erklären. Somit bleiben diese Aussagen unbelegte Behauptungen. Auch, dass der Historiker Dr. Ganser mit dem Zeitzeugen Karl-Heinz Hoffmann sprach, um eine Klärung der terroristischen Oktoberfestattentate herbeizuführen, bei denen Herrn Hoffmann Kontakte zum Täterkreis zugeschrieben wurden, fehlt vollkommen in Herrn Beschorners Darstellung. Hier wird durch diese Auslassung dem Herrn Ganser ebenfalls eine rechtsradikale Gesinnung unterstellt, die so durch die Originalquelle überhaupt nicht haltbar ist. Es muss einem Wissenschaftler erlaubt sein, zu seinen Themen zu forschen. Und dazu braucht ein Historiker auch Kontakt zu Zeitzeugen, egal welche politischen Gesinnungen diese haben. Es handelte sich beim Gespräch mit Hoffmann eben nicht um ein Kaffeekränzchen in trauter Runde mit Rechtsradikalen, so wie durch den Journalisten Herrn Beschorner indirekt unterstellt. Ganser suchte tatsächlich systematisch nach Hintergründen zum Oktoberfestattentat. Hier ein kurzer Ausschnitt des Gesprächs. Mich interessieren nur die Aussagen von dem Raimund Hörnle. Und die will ich haben, notfalls in Kopie. Und das will ich mir erstreiten. Und da will ich nämlich jetzt mal sehen. Erstens, hat er das wirklich so gesagt, was ich bezweifle? Wenn er es gesagt hat, warum hat er es gesagt? Und wenn einer sowas sagt, dann können Sie doch glauben,
dass die Ermittlungsbeamten sich da drauf hechten und dann von dem mehr wissen wollen. Sie sagen, den Hörnle, den kannten Sie nicht. Das werde ich beweisen. Ja, ja, aber das glaube ich Ihnen ja auch so. Ich kenne den, Raimund Hörnle nicht. Das ist der einzige Hinweis. Das ist der einzige Hinweis. Aber dann, Herr Hoffmann, dann müssen Sie mir das erklären. Wenn der Hörnle, ich kenne den nicht, ich habe den nie getroffen und ich glaube Sie, er war nicht in der WSG, wenn Sie das sagen. Es wird sich erweisen. Gut, also, aber dann gehen wir einen Schritt weiter. Glauben Sie denn auch, dass er nie gesagt hat, dass Sie die Waffen vom Lemke bekommen? Glauben Sie, das hat er erfunden? Weil darf ich das ausführen? Ja, ja. Meine Überlegung ist, wenn der Hörnle nach dem Anschlag 1980 sagt, wo die Polizei auf Rot geschaltet ist und sagt, das müssen wir herausfinden, wenn der sagt, wir haben hier einen Lemke, den es gegeben hat, und der hat ein Waffenlager, dann sehe ich als Historiker einfach die Polizei in den nächsten Streifenwagen sitzen und zum Lemke zu fahren. Und das, was mich überrascht, ist, dass sie das nicht tut. Und diese Überlegung, das ist nicht etwas, was mit der Wehrsportgruppe Hoffmann zu tun hat, sondern das hat mit der Polizei zu tun. Herr Dr. Ganser, es gibt viele Quellen, die sind dubios. Und dann gibt es offizielle Quellen. Es gibt Primärliteratur. Fassen wir zusammen. Die Ausführungen des Journalisten Beschorner im Freisinger Tagblatt sind tendenziös und unsachlich. Es fehlen außerdem sämtliche Quellenangaben zu den getätigten Anschuldigungen oder Andeutungen gegen Ganser und Ken Jebsen. Quellenangaben dazu wurden auch nicht auf Nachfrage nachträglich beigebracht. Herr Beschorner beteiligt sich offensichtlich an einer Rufmordkampagne. Und es gibt eklatante offensichtliche Fehler wie das Falschzitat unseres letzten Filmtitels. Aus der dunklen Seite der Wikipedia wurde durch den Vollprofi Beschorner gut informiert durch Wikipedia. Mit diesen Mängeln konfrontiert, verweigerte der Chefredakteur Helmut Hobmeier jegliche offizielle Stellungnahme zu diesem Fall. Nach mehrfacher schriftlicher Nachfrage per E-Mail erhielt ich statt einer persönlichen Antwort von ihm folgende automatisierte E-Mail-Antwort vom E-Mail-Server. Das Freisinger Tagblatt ist hier offensichtlich auch ein Vertreter des Phänomens Journalismus 2.0. Aber interessant ist der Artikel von Herrn Beschorner allemal. Er enthält 6 Punkte. Erstens Rechtsextremisten Jürgen Elsässer. Zweitens Russia Today, drittens AZK, Antizensurkoalition, viertens rechtslastigen Medienportal CanFM, fünftens Interview mit Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann, sechstens rechtes Kompaktmagazin. Vergleichen wir das einmal mit den anderen Artikeln. Zunächst die Münchner Abendzeitung. Erstens AZK und Holocaustleugnung. Zweitens rechtsradikaler Hoffmann, drittens rechtes Kompaktmagazin, viertens ehemaliger Journalist Ken Jebsen. Schauen wir uns nun die Süddeutsche Zeitung an. Erstens AZK, zweitens rechtes Verschwörungsmagazin Kompakt, drittens Neonazi Karl-Heinz Hoffmann, viertens Russia Today. Hier gibt es doch frappierende Ähnlichkeiten in den Artikeln. Man könnte meinen, dass alle Autoren gebrieft waren und einer gemeinsamen Vorlage gefolgt sind. Die verschiedenen Texte hören sich in Teilen wie ein Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel zu Daniele Ganser an. Aber der Wikipedia-Artikel als Ganzes passt hier nicht. Der in allen Zeitungsartikeln erwähnte Passus mit dem Gespräch zwischen Ganser und dem rechtsradikalen Hoffmann, ermöglicht durch das vorgeblich rechte Magazin Kompakt, kam im Wikipedia-Artikel in der jüngeren Zeit bis zur Veröffentlichung der drei besagten Zeitungsartikel, also bis Anfang Juni, nicht vor. Der besagte Vorfall mit dem Kompaktmagazin wurde erst am 20.07., also im Juli, um 12.20 Uhr vom inzwischen allseits bekannten Nutzer Copilot mit bürgerlichem Namen Gerhard Sattler in die Wikipedia eingetragen. Und zwar mit Referenz auf den hier erwähnten Artikel der Süddeutschen Zeitung. Die drei Zeitungsartikel vom Mai 2016 können sich also nicht auf die Wikipedia berufen haben, es sei denn, die beteiligten Journalisten hätten hellseherische Fähigkeiten. Ich suche also in der Suchmaschine google.de die Stichworte Daniele Ganser, AZK, Russia, Today, Hoffmann, Kompakt, Elsässer, KenFM. Google schlägt als beste Übereinstimmung diese Seite vor. Ein Artikel zu Daniele Ganser auf psiram.com. Das ist interessant.
Mir wurde im Vorfeld vom Organisator der katholischen Arbeitnehmerbewegung, dem Herrn Rainer Forster, gesagt, dass verschiedene Personen sich in E-Mails gegen die Einladung von Dr. Ganser ausgelassen hätten. Und diese Personen berufen sich allesamt auf genau diese Internetadresse. Von meiner Seite kann ich nur sagen, dass man eben diese Psiram-Links nicht nur auf unserer Veranstaltungsseite hatten. Diese Psiram-Links, die wurden auch per Mail an alle möglichen Personen, Institutionen gesendet, die in einem gewissen Zusammenhang mit dieser Veranstaltung stehen. Also sprich den Veranstalter, dem Kardinal-Döpfner-Haus, einer angesehenen Bildungseinrichtung hier in Freising, an die Bundes-KAB sogar, also hier an den Bundesgeschäftsführer und an den Bundesvorsitzenden, der natürlich auch sehr besorgt war, nachdem er sich diesen Eintrag angesehen hatte, welche Referenten wir uns ins Haus holen bzw. mit wem wir hier Veranstaltungen machen. Für mich, also ich hatte dieses Psiram-Netzwerk vorher nicht gekannt, also haben uns natürlich im Vorfeld über den Daniele Ganser informiert, wussten, dass er ausgezeichnet wurde von einer hochbegabten Vereinigung. Ich prüfe Rainer Forsters Aussagen nach und tatsächlich, im Facebook-Profil zur Veranstaltung der KAB tauchte der Begriff Psiram mehrfach auf. Zum Beispiel in Kommentaren eines Benutzers namens Bastian Borstel und etwas weiter unten finden wir interessanterweise den Eintrag eines Benutzers mit dem Namen Antifa e.V. Oberbayern. Es gibt hier offensichtlich eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Gruppen der Antifa und dem Portal Psiram. Wir müssen hier also zwei Themenkomplexe klären. Erstens, was ist die Antifa und zweitens, was ist Psiram? Laut Wikipedia ist die Antifa die Abkürzung für antifaschistische Aktion. Wir lesen: Er bezeichnet vor allem im antifaschistischen Spektrum linke, linksradikale und autonome Gruppen und Organisationen, die sich in ihrem Verständnis von Antifaschismus das Ziel gesetzt haben, Nationalismus, Neonazismus und Rassismus zu bekämpfen. Das klingt zunächst sehr gut. Wer ist nicht gegen das, was in der dunkelsten Phase des 20. Jahrhunderts mehr als 60 Millionen Kriegsopfer in Europa gefordert hat? Wer wäre nicht gegen Nazi-Deutschland, welches zwischen 1939 und 1945 große Teile in Europa in Schutt und Asche gelegt hat? Also sollte man sich so einem Bündnis doch anschließen oder es zumindest tatkräftig unterstützen? Wir lesen weiter. Verschiedene Antifa-Gruppen, insbesondere aus dem Umfeld der autonomen Szene, stehen in Deutschland unter Beobachtung der Verfassungsschutzbehörden. Dann sollte man sich die Unterstützung der Antifa doch besser nochmal überdenken. Wenn sich Verfassungsschutzbehörden mit der Antifa beschäftigen, dann muss es dort Tendenzen geben, die gegen den Staat gerichtet sind. Und man braucht gar nicht lange danach zu suchen. Man gebe die Stichworte Antifa oder Demo 1. Mai in die Suchmaske von YouTube ein und gelangt zu Massen an Videos, die zeigen, wie junge Erwachsene zielgerichtet extrem gewalttätig gegen Polizisten vorgehen. Dabei werden oft die mitgebrachten Antifa-Fahnen mit auffällig dicken Stielen als Hiebwaffen genutzt. Vermummte, in schwarz gekleidete junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren und das Werfen von Silvesterböllern sind die Regel. Das Werfen von Steinen und massive Sachbeschädigungen wie das Anzünden parkender Autos sind keine Seltenheit. Offensichtlich hat sich das aktuelle Auftreten von großen Teilen der Antifa stark radikalisiert. Die Antifa unterteilt sich demnach mindestens in eine friedlich agierende Gruppe und einen schwarzen oder autonomen Block. Auch die Ziele der Antifa sind andere geworden, als sie es früher waren. Schaut man sich die Seite antifainfoblatt.de an, dann findet man Erstaunliches unter dem Tag Verschwörungstheorien. Antisemitismus im Deutungskampf, Xavier Naidoo bei den Reichsbürgern, die Mondverschwörung, Esoterik, der Weltdienst, eine antisemitische Nachrichtenagentur, 9/11, die Wahrheit ist irgendwo da draußen, Antisemitismus auf Plakaten. Während man das Thema Antisemitismus noch leicht aus den ehernen Zielen der Antifa ableiten kann, so fällt das bei den anderen Themen schon deutlich schwerer. Was haben Antifaschisten mit 9/11 zu tun? Hier werde ich aufmerksam. Daniele Ganser wird vom Moosburger Antifa-Ableger Die Erdlinge genau wegen der Kritik der allgemeinen Berichterstattung zu 9/11 angegriffen. Als ob man automatisch rechtsradikal wäre, wenn man die Anschläge vom 11. September 2001 hinterfragt. Das Thema passt für mich so gar nicht zu einer antifaschistischen Organisation. Es drängt sich der Eindruck auf, als ob das Etikett Antifa hier missbraucht wird.
Es ist offensichtlich, dass die heutige Antifa durch eine Gruppierung unterwandert ist, die im Sinne der US-amerikanischen Politik handelt. Die von der klassischen Antifa gepredigten Themen Anti-Imperialismus und Kapitalismuskritik sind damit beispielsweise gar nicht zu vereinbaren. Daher unser Vorschlag: Diese neue Erscheinungsform der Antifa sollte man besser Transatlantifa nennen, um den politischen Einfluss der US-Politik auf diese Gruppe gleich im Namen zu kennzeichnen. Laut einer Studie der Freien Universität Berlin haben die von Linksextremisten verübten Gewalttaten in den letzten Jahren stark zugenommen. Rudolf van Hüllen, ehemaliger Abteilungsleiter des Bundesamts für Verfassungsschutz, verweist auf die legalen Unterstützer der Gewalttäter auch in der Politik. Es würde kommuniziert, dass man gegen den Staat demonstrieren und Gewalt ausüben dürfe. Denn Demonstrationen würden von Profis vorbereitet. Laut van Hüllen seien linksextreme Gewalttaten in diesem Ausmaß ohne die logistische und stillen politischen Hilfen vermutlich nicht möglich. Vera Lengsfeld war Bürgerrechtlerin zu Zeiten der DDR und war wegen ihrer Tätigkeit zahlreichen Repressalien ausgesetzt. Bis hin zur Inhaftierung durch die DDR-Staatssicherheit. Frau Lengsfeld stellt in einem Vortrag Bezüge des Geheimdienstes zur DDR-Neonazi-Szene her. Nach ihren Recherchen der freigegebenen Akten der Stasi-Unterlagenbehörde wurden die Neonazis zu Zeiten der DDR dazu benutzt, um die DDR-Bürgerrechtsbewegung zu behindern bzw. einzuschüchtern. In ihrer im März 2015 veröffentlichten Rede stellt sie des Weiteren fest, dass es im wiedervereinigten Deutschland eine massive finanzielle Unterstützung der neuerlichen Antifa durch das Bundesfamilienministerium und durch den Freistaat Sachsen bzw. der Stadt Dresden geben würde. Sie legt nahe, dass dafür unter anderem alte DDR-SED-Seilschaften verantwortlich seien. Die Antifa würde dazu instrumentalisiert, gegen die Pegida-Demonstrationen vorzugehen. Ihre Aussagen decken sich also mit der Argumentation des ehemaligen Verfassungsschützers Rudolf van Hüllen. Dass ein breites Bürgerbündnis zum Beispiel in Sachsen aufruft zu einer Gegendemonstration gegen friedliche Demonstranten, deren Meinung dem Mainstream nicht passt. Und dem breiten Bürgerbündnis gehört Dresden nazifrei an. Es ist eine linksradikale Gruppe, und zwar die linksradikale Gruppe, die über Jahre das Gedenken an den Bombenterror in Dresden gestört hat. Und zwar mit gewaltsamen Mitteln. Inzwischen sind sie in Dresden so sehr etabliert, dass sie von der Stadt Fördermittel erhalten. Und sie erhalten nicht nur von der Stadt Fördermittel, sie erhalten auch Fördermittel aus dem Familienministerium. Und die Antifa, auch die militante Antifa, ist inzwischen so etabliert, dass sie aus eben diesem Familienministerium jetzt inzwischen regelmäßig Fördergelder erhält. Und mit der neuen Familienministerin, Frau Schwesig, ist dann nochmal eine neue Qualität erreicht worden. Dass vorgeblich linke Demonstrationen, insbesondere Gegendemonstrationen, staatlich unterstützt und gefördert werden, das kursiert im Internet schon lange als Gerücht. Diese Gerüchte werden zwar immer wieder ins Lächerliche gezogen, jedoch wird genau das durch folgendes Dokument bestätigt. Thüringer Landtag, 6. Wahlperiode. Drucksache 6/946 vom 21.08.2015. Kleine Anfrage des Abgeordneten Henke, AfD, und Antwort des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Aus der Drucksache geht hervor, dass das thüringische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Unterstützung der vorgeblich linken Gegendemonstranten rechtfertigt. Auf die Frage: Wie bewertet die Landesregierung die Demonstrationsfreiheit als bürgerschaftliches, nichtstaatliches und vom Staat unabhängiges Recht vor dem Hintergrund der staatlichen Förderung von Fahrten zu Gegendemonstrationen? Sieht die Landesregierung durch Staatsförderung ein faktisches Unterlaufen dieses Rechts? Wird ausweichend geantwortet. Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung, grundgesetzliche Regelungen zu bewerten. Das ist eine recht seltsame Rechtsauffassung. Selbstverständlich sollte sich eine Landesregierung im Klaren darüber sein, ob sich ihr Handeln mit dem Grundgesetz vereinbaren lässt.
Also muss sie grundgesetzliche Regelungen verstehen und für den jeweiligen Fall bewerten. Auf die Teilfrage zur garantierten Demonstrationsfreiheit als vom Staat unabhängiges Recht wird wie folgt geantwortet. Ein faktisches Unterlaufen dieses Rechts wird nicht gesehen. Durch die Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Kräfte bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus wird das Demonstrationsrecht ermöglicht und nicht eingeschränkt. Die Landesregierung bewertet damit automatisch alle Demonstrationen als rechtsextrem, zu denen mit finanzieller Unterstützung des Landes Thüringen Gegendemonstranten entsendet wurden. Rechtsextrem bedeutet eigentlich, dass die Demonstranten im politisch rechten Spektrum zu verorten sind und zusätzlich regelmäßig gewaltbereit seien. Implizit hält die Landesregierung die Finanzierung von Gegendemos für rechtlich richtig. Diese Rechtsauffassung erscheint sonderbar. Im Rechtsgutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Parteienfinanzierung kann man auf Seite 29 beispielsweise folgende Grundsätze zum Verhalten des demokratischen Verfassungsstaates lesen. Der demokratische Verfassungsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er gegenüber den verschiedenen geistigen Strömungen in der Gesellschaft weitgehend Neutralität zu wahren sucht, auch und gerade den politischen Strömungen, die auf das staatliche Gemeinwesen gestaltend einzuwirken versuchen. Von Neutralität des Staates kann in unserem Fall keine Rede sein. Insgesamt wurden 41.263,20 € in den Jahren 2012 bis 2015 für Gegendemonstrationen gegen rechte Demonstranten wie Pegida und Legida ausgegeben. Guckt man sich einige der unterstützten Organisationen und Vereine genauer an, so wird deren Nähe zur Antifa relativ schnell deutlich. Hier stellt sich die Frage, ob diese Gruppierungen die gewalttätigen Ausschreitungen aus den Reihen der Antifa aktiv unterstützen und gutheißen. Im Ergebnis sahen die Gegendemonstrationen unter anderem so aus. Der Antifa nahestehende Gruppierungen finanziell zu unterstützen und damit gewalttätige Ausschreitungen zu begünstigen, ist mindestens fragwürdig. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass die Zahl linksradikaler Gewalttaten schon 2010 Anlass zu einer aktuellen Stunde im Bundestag war. Ähnliche Debatten gibt es auch in den Landesparlamenten, zum Beispiel in Thüringen. Ist es Aufgabe des Staates, gewalttätige Demonstrationen zu finanzieren und zu inszenieren? Wir erinnern uns, Google nennt an erster Stelle eine Seite auf psiram.com, wenn man Suchbegriffe eingibt, die sich aus den herabwertenden Zeitungsartikeln zu Daniele Ganser ergeben. Diese Seite wird demnach sehr wahrscheinlich vom Freisinger Tagblatt, von der Süddeutschen Zeitung und von der Münchner Abendzeitung als Quelle genutzt. Was ist Psiram? Wer steckt dahinter? Wikipedia weiß viel über Psiram zu berichten. Insgesamt behandelt der Wikipedia-Artikel die Seite Psiram unkritisch und recht positiv. Man erfährt unter anderem Folgendes. Psiram ist eine der Skeptikerbewegung nahestehende Website, die sich selbst als Verbraucherschutzseite und als Wiki der irrationalen Überzeugungssysteme beschreibt und sich gegen Pseudowissenschaft, Esoterik und Verschwörungstheorien wendet. Die Skeptikerbewegung, das klingt alles sehr aufgeklärt und wissenschaftlich. Dass die Titulierung Skeptiker eher durch Leugner treffend ersetzt werden kann, werden wir noch im Folgenden erfahren. Unangenehme Bekanntschaften mit Psiram machte auch Professor Dr. Dr. Wallach, dessen universitäres Institut für transkulturelle Gesundheitswissenschaften und dessen Lehre im Studiengang Kulturwissenschaften komplementäre Medizin durch Aktionen auf Psiram torpediert wurden. Ich kenne Psiram natürlich relativ gut. Das ist die Verlängerung oder der Nachfolgeblock von dem, was sich früher ESOWATCH nannte. ESOWATCH war die Plattform, ist eigentlich eins zu eins dasselbe. ESOWATCH war die Plattform von anonym bleibenden Bloggern und Leuten aus der Skeptikerszene im weitesten Sinne des Wortes. Wer dahinter steckte, wusste man nicht genau. Es gab mal ein Gerichtsverfahren, das ein Arzt aus Hamburg, soviel ich weiß, angestrebt hat, weil er sich verleumdet gefühlt hat und über eine IP-Falle
den Betreiber der damaligen Plattform mutmaßlicherweise festgestellt hat. Das war ein gewisser Herr Ramstöck aus Landau. Und das Gericht hat in diesem Fall auch festgestellt, dass der höchstwahrscheinlich dafür zuständig ist, aber man könne ihm eben keine direkten Einzelaktivitäten nachweisen, und das muss man immer tun in dem Zivilgerichtsprozess. Und als dieser Zivilgerichtsprozess lief, wurde der alte ESOWATCH-Server abgeschaltet und wurde auf Psiram umgestellt. Ich vermute mal, das hat rein rechtliche Gründe, weil dann wieder ein anderer Rechtstatbestand vorliegt, aber sachlich ist es identisch. Also das handelt sich um einen eigentlich illegalen Server, weil er nämlich außerhalb des deutschen Presserechts agiert. Das deutsche Presserecht setzt ja voraus, dass derjenige, der für Inhalte verantwortlich ist, auch kenntlich gemacht werden muss. Das ist im Fall des Psiram und ESOWATCH-Servers nicht der Fall, sondern da verweist eine Angabe auf irgendeine Anwaltskanzlei, ich glaube in Hongkong oder Shanghai oder weiß der Kuckuck, irgendwo in China oder in Ostasien, die natürlich presserechtlich absolut unbrauchbar ist. Und insofern ist es eigentlich ein anonymer und daher auch illegaler Server, der Informationen zur Verfügung stellt, die von denen, die sie betreiben, gemeint sind zur Aufklärung der Öffentlichkeit, aber die sehr, sehr häufig einfach rufschädigend sind, weil sie auch oft falsch sind. In der Versionsliste des Wikipedia-Artikels zu Psiram tauchen viele uns bereits aus dem ersten Film zu Wikipedia bekannte Autoren auf. Dort schreiben zum Beispiel auch Phi und JD. Die Administratorin und Bürokratin Itti greift ebenfalls ein und schützt unter anderem auch diesen Artikel wegen eines sogenannten Edit Wars. Als Edit War wird in der Wikipedia ein digitaler Kriegszustand zweier Kontrahenten bezeichnet, die sich um die Formulierung einer Textpassage streiten. Interessanterweise bricht hier zumeist dann ein Edit War aus, wenn versucht wird, kritisches Material in den Artikel einzuarbeiten. So finden wir in der Versionsgeschichte zum Artikel zum Beispiel Einträge von einem Autor mit anonymer IP 217.94.231.160. Ein erster Eintrag stammt vom 5.9.2012 um 20.47 Uhr. Diese Textpassage ist offensichtlich umstritten, denn sie wird immer wieder gelöscht und nachfolgend wieder eingetragen. Worum geht es? Hier ist der Text. 2010 wurde die Internetseite esowatch.de gegründet, auf der Vertreter alternativer Heilmethoden, die sich von Psiram/ESOWATCH verleumdet fühlen, zusammengeschlossen haben, um alternative Informationen anzubieten und die ihrer Ansicht nach falschen Aussagen von Psiram/ESOWATCH richtigzustellen. Diese Information ist hier offensichtlich nicht gewünscht. Final unterbricht der Administrator Kübi diese Diskussion durch Schutz des Artikels. Interessant ist hier allemal, dass der Administrator Kübi Angestellter des großen Pharmaunternehmens Merck ist. Er ist also im weiteren Sinne bei einem Vertreter der klassischen Medizin angestellt. Der bürgerliche Name des Autors lautet auf Armin Kübelbeck. Der Journalist Marvin Oppong hat in einem Artikel der Zeitung Junge Welt zutage gefördert, dass der Wikipedia-Autor Kübi als Angestellter der Firma Merck im Wikipedia-Artikel zur Firma zahlreiche Änderungen einpflegt. Das ist in der Wikipedia aufgrund von Interessenskonflikten eigentlich gar nicht erlaubt. Nach Veröffentlichung des Zeitungsartikels wurden in der Wikipedia allerdings keine Konsequenzen gezogen. Der Autor Kübi editiert nach wie vor. Eine Strafe wie zum Beispiel eine zeitweilige Sperre des Autors oder eine Aberkennung des Administratorenstatus ist bisher nicht erfolgt. Offensichtlich versagen hier abermals alle Kontrollmechanismen der Wikipedia. Und in unserem Beispiel hilft der Autor mit, eine kritische Passage im Wikipedia-Artikel zu Psiram zu verhindern. Und hier geht es auch indirekt um medizinische Fragestellungen. Ein Zufall? Warum Kübi alias Armin Kübelbeck hier durch die Wikipedia-Gemeinschaft geschützt wurde, wurde mir erst viel später klar. Dazu später mehr. Unverständlich bleibt zunächst, dass Textpassagen, die sich kritisch mit den Kritikern von Psiram auseinandersetzen, ebenfalls gelöscht werden. Zum Beispiel lesen wir hier den Eintrag von Exactness vom 6.9.2012 um 20.40 Uhr. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung unterstützen Arzneimittelhersteller und Lobbyorganisationen aus dem Bereich der Alternativmedizin finanziell einen Betreiber mehrerer Blogs, auf denen Journalisten und Wissenschaftler, die sich negativ über bestimmte alternativmedizinische Methoden geäußert haben, auf unseriöse Weise angegriffen wurden. Auf diesen Internetseiten wird Psiram/ESOWATCH ebenfalls scharf kritisiert. Wie bereits gesagt, auch dieser Textabschnitt wurde gelöscht.
Für den Leser wäre es schon interessant, dass wir hier offensichtlich einen Informationskrieg haben, in dem sich Vertreter der klassischen und der alternativen Medizin nach allen Regeln der Kunst behaken. All das findet im Wikipedia-Artikel nicht statt. Hier werden in der Wikipedia wichtige Informationen systematisch vernichtet und nicht gesammelt. Zurück zu Psiram. Professor Wallach sagt des Weiteren: Also Sie finden dort eigentlich zwei Ebenen. Auf der einen Seite gibt es so Informationsseiten, die sehen ziemlich ähnlich aus wie Wikipedia, sodass auch viele unbedarfte Benutzer denken, das sei Wikipedia. Und das sind dann Personenartikel, zum Beispiel zu mir gibt es einen Artikel, wo alles mögliche Zeug draufsteht, was ich Schlimmes tue und getan hätte. Alles immer mit so einer leichten Insinuation. Also faktisch stimmt vieles, aber es ist dann oftmals die Insinuation, die dann dahinter steckt in der Sprache oder in den Bildern, die dann oftmals eben so eine gewisse Ehrenrührigkeit auch hat. Naja, damit meine ich, dass Fakten so dargestellt werden, dass dem Leser eine gewisse Bedeutung sozusagen suggeriert wird. Ja? Also ohne dass drinnen steht, der Wallach lügt, kommt eine Tatsache so heraus, dass der Leser unter Umständen das Gefühl kriegt, ja, das muss irgendwie ein verrückter Vogel sein, der falsche Tatsachen verbreitet. So, ne? Der Umfang der verschiedenen Artikel ist derart groß, dass man davon ausgehen muss, dass hinter Psiram ein straff organisiertes Netzwerk aus vielen Personen steht. Psiram kann aufgrund seines Umfangs nicht von einer kleinen Personengruppe gestemmt werden. Liest man sich die Artikel auf der Seite psiram.com durch, dann wird schnell klar, dass hier alle Artikel anonym verfasst sind. Es gibt kein Impressum. Man scheut nicht nur die Öffentlichkeit, es wird aktiv und sehr effektiv die Anonymität der Autoren sichergestellt. Die Verfasser der Artikel bleiben allesamt im Dunkeln. Die Adresse psiram.com wurde laut Wikipedia über ein Registrar in Panama erstellt. Rufmordkampagnen sind auf dieser Seite keine Seltenheit. Im Gegenteil. Psiram besteht zu einem großen Teil aus herabwürdigenden Artikeln zu Personen. So finden wir den ehemaligen SPD-Politiker Andreas von Bülow auch in Psiram wieder. Wir berichteten bereits ausführlich darüber im Film Die dunkle Seite der Wikipedia, dass Kritiker der offiziellen Theorien zu den 9/11-Attentaten kollektiv als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt werden. Und auch in Psiram, wie sollte es anders sein, findet sich eine Liste der Verschwörungstheoretiker. Genau wie ehemals in der Wikipedia. Dort wurde die Liste zwischenzeitlich aufgrund der Veröffentlichung unseres letzten Films gelöscht. Hier auf Psiram sind nun wieder alle versammelt, die den Psiram-Autoren nicht gefallen, so natürlich auch Daniele Ganser, Xavier Naidoo, Gerhard Wischnewski und Ken Jebsen. Schauen wir uns einmal den Psiram-Artikel zu Ken Jebsen an. Wir lesen beispielsweise zum Gründer vom Medienportal KenFM fast das gleiche wie in der Wikipedia. Auch hier werden absichtlich Zitate verwendet, deren Fehlerhaftigkeit bereits hinlänglich bekannt ist. Arbeitet man hier an einer alternativen Geschichtsschreibung? Wir lesen zum Beispiel: Ab 28. April 2001 moderierte Jebsen für Radio Fritz die von ihm produzierte Radioshow KenFM. Anfang November 2011 wurde er wegen Äußerungen über die vermeintliche Verwendung des Holocaust zu PR-Zwecken kritisiert. In einer privaten Nachricht, die vom Empfänger an Henrik M. Broder weitergeleitet wurde, gab er an zu wissen, wer den Holocaust als PR erfunden habe. 5. Broder warf Jebsen Antisemitismus vor, veröffentlichte die Nachricht in einem Beitrag auf seiner Webseite, 6, und gab die Nachricht an das Programmmanagement des RBB weiter, worüber auch andere Medien berichteten. Hier wird Ken Jebsen indirekt nicht weniger als Holocaustleugnung und ganz direkt Antisemitismus vorgeworfen. Einen sehr ähnlichen Text findet man dazu auch in der Wikipedia. Man kann sich unter Quellenangabe Nummer 6 selbst ein Bild von Jebsens schriftlichen Äußerungen machen. Dieser Text wurde offenkundig schnell und ohne Rücksicht auf Fehler geschrieben. Aber man erkennt insgesamt deutlich, dass Ken Jebsen hier die Hintergründe beschreibt, wie durch die Nazis mit Propaganda der Holocaust vorbereitet wurde. Jebsen schreibt beispielsweise, dass Goebbels Bernays Ausführungen über Propaganda gelesen hat und die Erkenntnisse zur Durchführung der Nazi-Propaganda genutzt hat. Von einer antisemitischen Haltung oder gar einer Holocaust-Leugnung findet man im Text nichts. Wir wissen nicht, was den Herrn Broder zu dieser Behauptung gebracht hat. Gut recherchiert hat er hier aber wohl offensichtlich nicht. Nicht nur, dass die Textquelle diese Behauptung nicht stützt. Jebsen selbst hat als Moderator der Sendung KenFM beim RBB in zahlreichen Sendungen immer wieder die Nazizeit und den industriell organisierten Massenmord an einer Religionsgemeinschaft thematisiert.
Eine antisemitische Haltung seitens Ken Jebsens passt dazu überhaupt nicht. Ken Jebsen äußert sich selbst zu diesem Thema folgendermaßen. Wir haben ja von der ersten Sendung KenFM, die es gab, eine Rubrik gehabt, die hieß Rückblicken. Und in der Rückblicken-Sendung ging es um Willkür. Und die war geklammert durch Original-O-Töne von Auschwitz-Überlebenden, zum Beispiel Charlotte Gruno und so. Kann man ja alles im Schallarchiv sich organisieren. Habe ich alles gekauft privat und habe das geklammert. Und habe dann immer gesagt... Das hast du privat gekauft? Ja, ja. Habe ich alles gekauft, ja. Also jede Woche lief diese Rubrik Rückblicken. Gefragt, was ist denn da mit der Willkür? So geklammert. Einfach gesagt, das hatten wir, wissen, wo das endet. Und es fängt hier schon wieder an, da müssen wir wachsam sein. Wir müssen wachsam sein, wenn irgendjemand zusammengeschlagen wird aufgrund seiner Andersartigkeit. Weil wir wissen, wo das endet. Da haben meine Kollegen mich immer gefragt, sag mal, musst du das machen? Jede Woche Holocaust, ihr macht dazwischen, ja, spielt eine Band, da macht ihr verrücktes Zeug, es war Aktionsrat. Und dann immer die sagt, ja, das müssen wir machen. Weil der Terror lauert an jeder Ecke, wir müssen die Leute wachsam halten. Ja? Ja. Nationalsozialisten oder Neonazis, muss man sie ja nennen. Es gibt ja keine Nazis mehr, es sind ja Neonazis. Die damals Nazis von damals hätten ja die Neos von heute nicht genommen, weil die viel zu blöd sind. Ja. Als Beispiel folgt eine der vielen Sendungen von Ken Jebsen beim RBB. Die Rubrik KenFM Rückblicken vom 19.10.2008. Ich habe jetzt, weil ich diese kleine Rede bei der Preisverleihung da gehalten habe und den Preis zurückgegeben habe, haben mich sehr viele Leute gelobt in Zeitungen, auch auf der Straße, in Gesprächen, für meinen Mut. Ich verstehe das nicht. Es gibt doch keine Gestapo mehr. Ja, für alle, die nicht wissen, was die Gestapo war, war eine Geheimpolizei unter den Nazis. Und wenn man da irgendetwas hatte gegen eine Maßnahme der Nazis, wurde man abgeholt und landete einfach mal im KZ oder wurde erschossen oder im Arbeitslager. Das gibt es heute nicht mehr. Trotzdem gibt es unglaublich wenig Leute, die aufstehen und aufbegehren und sagen zu, das, was ich da zum Beispiel im Fernsehen sehe, als Fernsehschaffender, als Schauspieler, das gefällt mir nicht. Es mangelt hier an Mut, das kann man ganz klar sagen. Das heißt, Mut kommt in diesem Land als Spurenelement nur noch vor, also praktisch nicht nachzuweisen. Hier scheint mir, dass gezielt gegen Ken Jebsen agiert wurde, um einen sehr unbequemen Moderator des RBB loszuwerden. Einem Ken Jebsen, der erklärter Kriegsgegner ist und der über Jahre im Wochenrhythmus warnend an die Nazizeit erinnert hat, danach Antisemitismus vorzuwerfen, ist schon grotesk. Hier mal eine direkte Frage an Herrn Broder. War diese Rufmordkampagne abgesprochen? Zurück zu Psiram. Auch zu Xavier Naidu findet man hier wenig Erbauliches. Xavier Kurt Naidu, geboren 2. Oktober 1971 in Mannheim, ist ein deutscher radikal-christlicher Sänger. Und weiter? Des Weiteren tritt er als Verschwörungstheoretiker und KRR-Anhänger, Anhänger der kommissarischen Reichsregierung, in Erscheinung. Diese Aussagen sind an den Haaren herbeigezogen und entbehren jedweder Grundlage. Folgerichtig fehlen hier auch gänzlich irgendwelche Quellenangaben. Wozu auch? Müsste man dann diskutieren, dass Xavier Naidu sich schon vor ca. 2 Jahren detailliert dazu äußert, dass man als Christ nach dem Vorbild Jesu gerade auf Andersdenkende in Liebe zugehen muss? Er verneint im folgenden Interview zum Beispiel explizit, dass er sich den in der Reichsbürgerbewegung vertretenen Ansichten anschließen würde. Also die Motive für mein Erscheinen am 3. Oktober in Berlin sind ganz klar. Ich habe mir das zum Geburtstag gewünscht, weil ich weiß, ich habe wenig Termine noch im Jahr frei und wollte tatsächlich selbst mir mal diese Menschen anschauen, mit denen man mich die ganze Zeit in einen Topf geworfen hat und wollte mal auf sie zugehen. Denn ich persönlich habe ja vor 12, 13 Jahren selber, als wir Rock gegen Rechts gemacht haben, Morddrohungen aus der rechten Szene bekommen. Ja. Ich war ja selbst bereit, gegen diese Menschen vorzugehen und mit allen Mitteln und so. Und auch ich musste da zurückrudern entlang des Weges und merken, dass das es nicht sein kann. Das haben wir ja jetzt schon lange genug zelebriert, ja, aufeinander zuzugehen in Aggression. Sondern ich möchte auf die Leute zugehen in Liebe. Und ich habe auch auf deren Veranstaltung der sogenannten Reichsbürger gesagt, dass wir in der Liebe bleiben müssen. Falls hier irgendjemand mit Volksverhetzungsgedanken vor mir steht, ja, ich kenne die Akteure nicht, vielleicht ist jemand von der NPD da, aber bei der NPD weiß man auch nicht, ist es jemand vom Verfassungsschutz oder ist es jemand von der NPD? Und deswegen musste ich zu beiden Veranstaltungen hingehen, zu den Menschen der Mahnwachen und zu den Menschen, die sich Reichsbürger nennen, weil es sind alles Systemkritiker, so wie ich. Wir brauchen diese Meinungsfreiheit, um unsere doch nicht ganz massentaugliche Meinung zu sagen. Es geht ja nicht darum, die Meinung der Massen zu schützen, sondern es geht darum, die Meinungsfreiheit eines jemanden wie mich von mir zu schützen, der Dinge sagt, die systemkritisch sind. Ja? Und deswegen möchte ich da hingehen. Und wenn mir jemand sagt, oh, zu den Reichsbürgern darfst du nicht gehen, das sind aber Schmuddelkinder, ja, dann werde ich morgen dort hingehen. So bin ich einfach. Meine Mutter hat mir nie gesagt, da darfst du nicht hin, da darfst du nicht hin. Und meine Mutter hat wirklich Autorität. Es wird klar, dass Wikipedia und Psiram hier gezielt Daten sammeln, die zur Täuschung der Leser eingesetzt werden. Fassen wir zusammen.
Drei Artikel in verschiedenen Tageszeitungen, Münchner Abendblatt, Süddeutsche Zeitung und Freisinger Tagblatt, enthalten zur Person von Daniele Ganser sinngemäß fast identische Texte. Die Suchmaschine Google schlägt für die verwendeten Schlagworte als beste Übereinstimmung psiram.com vor. Wir können also davon ausgehen, dass der Psiram-Artikel zu Daniele Ganser hier als Vorlage für die Zeitungsartikel verwendet wurde. Schon nach kurzer Recherche finden wir massive Informationsmanipulationen in Psiram. Haben das die Journalisten nicht erkannt? Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass die genannten Journalisten Beschorner und Gschwandner in Sachen Psiram entweder miserabel recherchiert haben oder aber mit den Machern von Psiram.com bzw. Personen aus dem Kreis der Antifa unter einer Decke stecken oder beides. Psiram.com selbst generiert sich als Werbeplattform für klassische Pharmaunternehmen und als Internetpranger für Personen, die wie im Falle der Terroranschläge von 9/11 den offiziellen Ausführungen der amerikanischen Administration widersprechen. Außerdem nutzen vorgeblich linksradikale Kreise wie die Transatlantifa oder deren Ableger das Portal, um unliebsame Personen in vielen Fällen grundlos als rechtsradikal zu stigmatisieren. Psiram ist demnach ein Portal zur Meinungsunterdrückung mit Nähe zur staatsfeindlichen Transatlantifa. Hier wird mit Hilfe von Ausführungsgehilfen, nämlich Journalisten und Tageszeitungen, bestimmt, was gesagt werden darf und was nicht. Das ist genau die Meinungsmacht, die das Verfassungsgericht vor über 30 Jahren in den damaligen Medien unter allen Umständen vermeiden wollte. Im Internet hat sich hier offenbar in einem virtuellen rechtsfreien Raum eine Meinungsmacht in den Händen weniger manifestiert, welche ganz konkret über Tageszeitungen und andere Medien direkte Auswirkungen auf unseren realen Lebensraum hat. In Psiram und in Wikipedia entdeckt man eine auf den ersten Blick recht seltsame Gemeinsamkeit der besonderen Art. Es tauchen auf beiden Plattformen Benutzer mit sonderbaren Namen auf. Zum Beispiel findet man in der Wikipedia XenonX3. Gibt man in einer Comic-Suchmaschine den Namen ein, so wird dieser Charakter in das Marvel-Comic-Universum verortet. Allerdings handelt es sich hierbei um einen recht unbekannten Namen, nicht vergleichbar mit einem Spider-Man oder Iron Man. Was soll diese Comic-Namensgebung? Ist das Zufall? Professor Dr. Wallach sagt dazu: Die Comic-Namen werden benutzt, weil das so eine Art Code ist, ja, mit dem sich die Leute selber untereinander verständigen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt nicht die ganze Menschheit diese Romane kennt oder so, ja, sondern nur eine bestimmte Gruppe von Leuten, die auch bestimmte Neigungen haben. Und von daher eignen sie sich als Erkennungscode. Und zum anderen, glaube ich, muss man es auch psychologisch sehen. Diese Leute, die in dieser Skeptiker-Szene aktiv sind, die bekämpfen ja mit großer Vehemenz alle möglichen abergläubischen, esoterischen und sonstigen Systeme, von denen sie denken, dass das Abendland dran zugrunde gehen wird. Und gleichzeitig scheint mir, hofieren sie solche Themen in ihrer eigenen Weltanschauung. Und von daher ist es sowas wie ein Abwehrreflex, würde Freud vielleicht sagen, ja. Also das, was ich bekämpfe, ist eigentlich das, was mir selber sehr nahe steht. Wir suchen selbst nach den Comic-Namen in der Wikipedia und werden tatsächlich immer wieder fündig. Da gibt es beispielsweise den Sichter Olak, ein Benutzer, der seit dem 13.08.2005 in der Wikipedia angemeldet ist. Gibt man seinen Namen bei Comicvine ein, so findet man einen recht unbekannten Charakter, der auf Dark House Comics zurückgeht. Dann werden wir gleich mehrfach fündig. Für die Wikipedia-Benutzer Fossa, Haruspex und Gabor gibt es ebenfalls Einträge in der Comic-Suchmaschine. Ebenso für Felix. Man könnte meinen, hier hat sich jemand mit Orthographieschwäche ein Konto eröffnet. Dem ist aber nicht so. Dieser Kontoname ist genau mit dieser ungewöhnlichen Schreibweise im Comic-Universum bekannt. Und Felix ist uns inzwischen ein Begriff. Der Sichter ist für einige Manipulationen rund um die Artikel zum Historiker Daniele Ganser, zur Schriftstellerin Katrin McLean und zum Journalisten Ken Jebsen verantwortlich. Er sorgt im Wesentlichen dafür, dass in der Wikipedia Gegendarstellungen zur offiziellen Presse der US-Administration nicht zu Wort kommen. Die Pluspedia ordnet den Charakter auch in die antideutsche Szene ein. Dort steht: Ein Rechtspfleger namens Jörg aus München, geboren am 17. Juli 1967 in Ingolstadt.
fällt als antideutscher Artikelwart auf, der Sorge dafür trägt, dass alles aus Wikipedia verschwindet, was nicht in sein Weltbild passt. Nur zur Erinnerung, Xenon X3 ist Administrator und Oversighter und damit einer der mächtigsten Charaktere in der Wikipedia. Wir sind hier offenbar auf ein Netzwerk innerhalb der Wikipedia gestoßen. Die Agierenden innerhalb dieses Netzwerkes geben sich Comicnamen und besetzen offensichtlich auch die höchsten Machtpositionen in der Wikipedia. Vermutlich erkennen sie sich mittels der Comicnamen gegenseitig besser als Angehörige des Netzwerkes. Wozu ist dieses Netzwerk bestimmt? In Psiram finden wir ebenfalls auffällig viele Benutzernamen mit Charakteren aus dem Comic-Universum, darunter zum Beispiel folgende: Abrax, Halbmond bzw. Half Moon, Vertigo, Deceptor, Subhuman, Cygnus, Heimdall, Destiny. Und in Psiram werden wir deutlich schneller fündig. Hier gibt es einen merklich höheren Anteil an Comicnamen unter den Benutzernamen als in der Wikipedia. Und alles sind wenig populäre Namen aus dem Comic-Universum. Dass sich in Wikipedia und Psiram gleichermaßen zufällig unter den Benutzern eine Vorliebe für seltene Comicnamen entwickelt hat, klingt eher unwahrscheinlich. Es gibt hier also vermutlich, genau wie Herr Professor Dr. Wallach sagt, einen Zusammenhang. Es ist wahrscheinlich, dass die gleiche Gruppierung im Psiram sowie auch in der Wikipedia aktiv ist. Dass auf beiden Portalen dabei zumindest teilweise dieselben Personen handeln, ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Dass das elektronische Online-Lexikon von verschiedenen Nicht-Wikipedia-Gruppierungen zum Zwecke der Meinungsmanipulation missbraucht wird, ist schon ein alter Hut, könnte man meinen. Die Presse thematisiert erfolgreiche Abwehr von PR-Aktionen durch die Wikipedianer regelmäßig und bejubelt deren vorgeblich hervorragende ehrenamtliche Arbeit. Dass aber die Wikipedia selbst sogar von ihrem Gründer Jimmy Wales für Propaganda missbraucht wird, war mir bisher noch neu. So hat der Journalist und Publizist Hermann Plopper in akribischer Recherchearbeit einige interessante und atemberaubende Details zu Wikipedia und ihrem Gründer Jimmy Wales herausgearbeitet. So lesen wir dort beispielsweise Folgendes. Und so wie bei Hayek der Preis das Ergebnis einer freien Aushandlung auf dem Markt ist, so ist die Wahrheit und das Wissen im Internetzeitalter von nun an auch das Ergebnis einer Wissensaushandlung aller Teilnehmer bei der Erstellung eines Wikipedia-Artikels. Wir erkennen hier die Gemeinsamkeit mit den tagtäglichen Ärgernissen der Wikipedia. Das soll anscheinend so sein. Die Mehrheit oder die vorgebliche Mehrheit hat in der Wikipedia die Deutungshoheit. In Wahrheit sind es die durchsetzungsfähigsten Wikipedianer mit der größten Ausdauer. Wikipedia zeigt hier tatsächlich seine marktradikale Prägung. Es funktioniert genau nach Hayeks Vorstellungen. Als ob man Wissen und Wahrheit verhandeln könnte. Schon bei scheinbar trivialen Fragestellungen gehen die Meinungen über die Wahrheit und die Fakten weit auseinander, wie wir mehrfach in den Wikipedia-Diskussionen sehen können. So kann man Wissen nicht sammeln. Und in der Tat gewinnt bei Wikipedia nicht derjenige mit den besten Argumenten, sondern regelmäßig derjenige mit der größten Ausdauer. Siehe zum Beispiel Gerhard Sattler alias Co-Pilot. Hermann Plopper weist aber zusätzlich auf Dinge hin, die einem den Atem verschlagen. Ja, also es ist zu einer der berühmten Alleingänge von Jimmy Wales, wo er auch tatsächlich immer wieder mal mit Wikipedia-Nutzern über Kreuz ist. Er ist nämlich in letzter Zeit öfters im Schlepptau von Tony Blair, dem ehemaligen englischen Premierminister, unterwegs, der jetzt als PR-Unternehmer Horrorregime auf dieser Welt schmackhaft macht und PR-mäßig aufpoliert, damit sie für westliche Investoren attraktiv sind. Unter anderem, also zum Beispiel in den Emiraten und so weiter, wo die Menschenrechtssituation miserabel ist, und das wird dann auch entsprechend immer dann beschönigt bei Wikipedia. Er hat zum Beispiel Tony Blairs Bemühungen um Kasachstan unterstützt, sein Wikipedia sozusagen ihnen zur Verfügung gestellt. Der dort regiert mit harter Hand seit 25 Jahren, der Diktator Nursultan Nazarbayev. Und der sorgt dafür mit harter Hand, dass das Land, dass die Ressourcen des Landes von sowohl westlichen
Konzernen wie auch von chinesischen und russischen, das wollen wir nicht verschweigen, ausgebeutet wird zur absoluten Idealtarif. Und das führte dazu, dass auch bei Streiks von Arbeitern Arbeiter ermordet wurden, in größerem Maße niederkartätscht wurden. Das war ein Imageverlust für dieses Regime. Tony Blair ist dann hilfreich herbeigeeilt und hat für 16 Millionen Dollar Honorar schöne aufpolierte Filme gemacht für den Westen und ist immer wieder bei westlichen Politikern, um dort schön Wetter zu machen für Nazarbayevs Diktatur. Und Jimmy Wales ist immer in seinem Schlepptau. Jimmy Wales hat sogar die Privatsekretärin von Tony Blair geheiratet, um ihm ganz nahe zu sein, immer an der Seite der Superreichen zu sein. Und hat in Kasachstan eine eigene Wikipedia oder Wikimedia-Stiftung aufgemacht, Wikibilim. Man muss dazu wissen, die meisten Kasachen sprechen eigentlich Russisch. Aber ähnlich wie in der Ukraine versucht man jetzt künstlich, alles zu kasachisieren. Und die kasachische Sprache, das ist eine Turksprache, zur Staatssprache zu machen. Entsprechend soll diese Stiftung Wikibilim diese Kasachisierung mitbetreiben, indem jetzt lauter Artikel in kasachischer Sprache kommen. Dazu wird aus dem staatsoffiziellen Lexikon werden Artikel 1:1 übernommen in Wikibilim. Und der Vorsitzende dieser Wikibilim Foundation ist also ein Öffentlichkeitsarbeiter, ein früherer Regierungssprecher von Nazarbayev. Das Ganze wurde noch dadurch abgesegnet, dass bei einem Wikimania-Festival in Tel Aviv dann dieser neue Geschäftsführer von Wikibilim zum Wikimedia-Mann des Jahres oder Wikipedianer des Jahres gewählt wurde. Das heißt, hier ist es also ganz manifest und wir sind, glaube ich, wenn Professor Stegbauer sprach von den verschiedenen Entwicklungsphasen, also die erste Phase war die der Bewegung und der Begeisterung, die zweite die der Professionalisierung und Entgeisterung, dann haben wir jetzt wahrscheinlich die Phase der Korrumpierung und der Dekadenz bei Wikipedia. Im Psiram-Artikel zu Xavier Naidoo gibt es ein ganzes Kapitel, welches sich mit einem Rechtsstreit der Amadeo-Antonio-Stiftung mit dem Künstler beschäftigt. Der Name macht mich stutzig. Es ist die gleiche Stiftung, die derzeit im Rahmen der Hate-Speech-Zensurkampagne des Justizministers Heiko Maas aufgefallen ist. In einem Satirebeitrag brachte der Journalist Achim Winter zum Ausdruck, dass diese Anti-Hass-Reden-Kampagne der Stiftung zu weit ginge und brachte diese Kampagne mit den Worten in Verbindung. Meinungsfreiheit, ne? Oder wie war das? Das steht auch drin. Wer Meinungsfreiheit fordert, ist auch ein Hate Speech. Ach so, okay, ja, dann bin ich vielleicht auch einer. Wo machen Sie denn Ihre Hassrede? Meine Hassrede bei meiner Frade haben. Da muss die Amadeus-Stiftung auch nochmal zugreifen. Hier zeigte die Stiftungsvorsitzende Annetta Kahane wenig Humor und zitierte den Fernsehrat hinzu. Flankiert wurde diese Aktion medienwirksam durch einen Artikel in der Zeit von Tillmann Steffen. Im Zuge ständiger Nachfragen der Leser musste hier Herr Steffen eingestehen, dass die Zeit nicht unbedingt ein neutraler Berichterstatter in dieser Sache ist. Denn es gibt hier eine Zusammenarbeit der Zeitung Die Zeit mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Seit 2009 betreibt die Stiftung zusammen mit der Wochenzeitung Die Zeit das Internetportal Netz gegen Nazis. Wir finden den Satirebeitrag von Achim Winter genau auf den Punkt gebracht. Achim Winter karikiert, was vielen ein Dorn im Auge ist. Es geht nicht im Kern um das Problem, dass man Flüchtlingen selbstverständlich mit Respekt gegenübertritt. Pauschal diffamierende, rassistische Denkansätze und deren öffentliche Formulierung sind nach Artikel 1 und Artikel 5 grundgesetzwidrig und damit in jedem Falle strafbar. Abgesehen davon ist Flüchtlingshilfe ein Akt der Menschlichkeit und Nächstenliebe. Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung geht in ihren Broschüren einen ganz großen Schritt weiter. Man kann dort unter anderem lesen: Häufige Formen rassistischer Hetze gegen Flüchtlinge sind: Die da oben, die Lügenpresse, erzählen uns eh nicht die Wahrheit.
Lügenpresseäußerungen fallen zwar auch häufig im Zusammenhang mit rechtsradikalen Kundgebungen, beschreiben aber einen höchst gefährlichen und tatsächlichen Mangel in den Leitmedien und haben inhaltlich keinesfalls singulär mit der Flüchtlingsproblematik zu tun. Man bekommt den Eindruck, dass über das Instrument Flüchtlingszustrom eine freie Meinungsäußerung im Zusammenhang mit Systemkritik an den Leitmedien unterbunden werden soll. Das ist Zensur durch die Hintertür. Auch die Vita der Stiftungsvorsitzenden Annetta Kahane regt zum Nachdenken an. Ansgar Neuhof, Rechtsanwalt und Steuerberater, schreibt im Artikel: Der Kampf gegen rechts lohnt sich, die Amadeo Antonio Bank, folgendes zu ihrer Person. Seine Tochter Annetta Kahane führt die furchtbare Propagandaarbeit über die von ihr 1998 gegründete, als gemeinnützig anerkannte Amadeo Antonio Stiftung fort, deren Vorstandsvorsitzende sie ist. Gelernt hat sie dies womöglich bei der DDR-Staatssicherheit, der sie sich gegenüber über viele Jahre als Spitzel verpflichtet hatte. Eine Schule fürs Leben. Ein bewährtes Mittel der Stasi zur Zersetzung war, Menschen mit rechtsextremen Kreisen in Verbindung zu bringen. Dieses Mittel lässt sich auch heute noch nutzen. Über ihre Stiftung kann Frau Kahane jetzt Andersdenkende diffamieren und an den Pranger stellen. In der Tat war die Zersetzung unter Nutzung der Andichtung von rechtsradikalen Kontakten ein zentrales Mittel der Stasi zu Zeiten der DDR. Das kann man zum Beispiel in heutigen Schulunterrichtsmaterialien über die DDR-Staatssicherheitsorgane nachlesen. Die Vergangenheitsaufarbeitung von Frau Kahane als Stasi-Informantin in Form eines mit 10 Seiten recht knapp ausfallenden Gutachtens ist mindestens fragwürdig. Das Gutachten von Dr. Helmut Müller-Enbergs wurde von Frau Kahane selbst in Auftrag gestellt und kommt auftragsgemäß zum Ergebnis, dass Frau Kahane mit ihrer Stasi-Informantentätigkeit dritten Personen keinen Schaden zugefügt habe. Interessant ist aber schon, dass die zugehörigen Unterlagen, auf denen das Gutachten beruht, ausschließlich von Frau Kahane selbst beigesteuert wurden. Alleine durch Auslassung sind hier Tür und Tor für Manipulationen geöffnet. Aus den Unterlagen geht aber auch Folgendes hervor. Frau Kahane sei von der DDR-Staatssicherheit auf politisch-ideologischer Grundlage mit dem selbstgewählten Decknamen Victoria geworben worden. Diese Grundlage enthält ein breites Spektrum an Überzeugungen. Anders als dieses sehr wohlwollende Gutachten kommt die Welt im Jahr 2007 zu einem ganz anderen Urteil. Fast 800 Seiten umfasst die IM-Akte Victoria, von denen die Birtler-Behörde gut 400 Seiten freigegeben hat. Enthalten sind mehr als 70 Informationen, die ausweislich der Akte von der Stasi-Zuträgerin stammen. IM Victoria berichtete ihrem Führungsoffizier über Bekannte, die sie im privaten Rahmen aushorchte, während einer Faschingsfeier, einer Hochzeit, eines Konzerts oder eines Stadtbummels. Und weiter? Mit ihren Angaben belastete Kahane Dutzende Personen aus ihrem unmittelbaren Umfeld, darunter viele Künstler. Sie berichtete über einen ZDF-Reporter, mehrere Studenten von Westberliner Universitäten und vor allem über die in der DDR lebenden Ausländer. Kahane führte Aufträge aus und erhielt von der Stasi kleinere Geschenke und Geld. In einem von IM Victoria stammenden Bericht heißt es 1976 über einen Kreis von Schriftstellern und Schauspielern: Zu den Feinden der DDR gehören in erster Linie Klaus Brasch und Thomas Brasch. Dass Kahane hier dritten Personen laut Gutachten keinen Schaden zugefügt haben soll, kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Kahane hat zu Anfangs als IM Victoria von ihr Überwachte als Feinde herabgewertet und das bei Annahme geldwerter Vorteile, wie zum Beispiel Geschenken von der Stasi. Es ist zwar unstrittig, dass Frau Kahane mit dem politischen System der DDR gegen Ende ihrer Stasi-Tätigkeit nicht mehr einverstanden war, wie es laut Enbergs aus späteren Stasi-Unterlagen zu ihrer Person zu entnehmen sei. Dennoch zeigt Kahane auch durch ihr heutiges Wirken eine Nähe zu Personen mit sehr problematischem Auftreten. Beispielsweise ist in ihrer Stiftung eine gewisse Julia Schramm, Politikwissenschaftlerin und Autorin, angestellt. Insbesondere ihre Twitter-Tätigkeit fördert doch Sonderbares zutage. Bomber Harris Flächenbrand, Deutschland wieder Ackerland. Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris Feuer frei. Zur Information, mit Bomber Harris ist der umstrittene Sir Arthur Travers Harris gemeint, der im Zweiten Weltkrieg als Marschall der Royal Air Force für das Flächenbombardement deutscher Städte mit Hunderttausenden ziviler Opfer verantwortlich war. Julia Schramm fand und findet laut eigener Aussage ihre diesbezüglichen Twitter-Postings witzig. Sie hat dazu ein YouTube-Video veröffentlicht.
In diesem Kontext sind diese Tweets entstanden. Sie waren Teil dieser richtig krassen auch innerparteilichen Auseinandersetzung. Und ganz ehrlich, es mag Leute gegeben haben, die über die Tweets gelacht haben und ich habe selber auch gelacht, aber angesichts des Hasses und der krassen Bedrohungen, Beleidigungen, die wie gesagt immer auch mehr werden im Moment, kann ich euch sagen, der Gag war es echt einfach nicht so wert, muss ich ehrlich sagen. Leider, ich bin sonst großer Fan von Witzen. Eine Entschuldigung oder Relativierung klingt anders. Außerdem verwendet Julia Schramm hier in ihrem Twitter-Account Bilder der antideutschen Antifa. Man darf also annehmen, dass sie mit den verfassungsfeindlichen Antideutschen sympathisiert. Ihre Präsentation des Slogans ist vollkommen unangebracht und dokumentiert eine tiefe Abneigung gegen den Staat Deutschland. Der Journalist Gerhard Wisniewski fand im Netz zusätzlich folgende zusammenfassende Seite mit Tweets von Julia Schramm aus den vergangenen Jahren. Nennen Sie mich hysterisch, weil ich Steinmeier für seinen nationalistischen Dreck anspucken will, nenne ich Sie ein Arschloch, Herr Kister. Wow, was für ein Arschloch. Hoffentlich liest er das. Henkel ist nicht nur ein Fascho, sondern strategisch auch noch unfähig. Aber gut, lassen wir das. Deutschland ist eine Idee. Deutschland darf getötet werden. Gibt es Potenziale, die wir aufgrund der traumatischen Geschichte ungenutzt lassen? Ja, Deutschland abschaffen. Und genau über diese Julia Schramm lesen wir auf den Seiten der Amadeo-Antonio-Stiftung. Seit 2014 arbeitet sie für die Amadeo-Antonio-Stiftung als Fachreferentin für Hate Speech und Redakteurin im Project NoNazi.net. Diese Frau ist Fachreferentin für Hassreden in der Stiftung. Ganz offensichtlich hat sie hier eine Expertise vorzuweisen. Nachweislich verfügt sie in Sachen Hassreden über ein umfangreiches Fachwissen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist bestens in die Leitmedien der Presseorgane, zum Beispiel Stern und Spiegel, vernetzt und verfügt über einen Bundestagshausausweis für Lobbyvertreter. Und die Stiftung erhält viel Geld vom Staat für ihre Arbeit. Ansgar Neuhof beziffert die staatlichen Zuwendungen zwischen 2008 und 2014 auf insgesamt fast 6,2 Millionen Euro an Zuschüssen bzw. jährlich ca. 900.000 Euro. Neuhoff bemängelt, dass die Stiftung als gemeinnütziger Verein über die staatlichen Zuwendungen Überschüsse erwirtschafte und davon beispielsweise ca. 600.000 Euro in Wertpapiergeschäften anlegen würde. Wisniewski attestiert eine finanziell vom Staat geförderte Meinungszensur. Er schreibt: Gefördert wurde dieses Orwellsche Machwerk vom Bundesfamilienministerium. Und zwar ausgerechnet im Rahmen des Programms Demokratie leben. Und was Lügen sind, definiert selbstverständlich die Amadeo-Antonio-Stiftung selbst. Dabei sind fast alle Posten in diesem 13-Punkte-Katalog natürlich zulässige Meinungsäußerungen. Und weiter? Das heißt also, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung ganz überwiegend zulässige Meinungsäußerungen als rassistische Hetze denunziert und auf diese Weise zu unterdrücken versucht. Des Weiteren? Als ob das noch nicht genug wäre, wird die Hasspropaganda der Stiftung nicht nur durch Steuernachlass, sondern auch noch direkt von der Bundesregierung gefördert. Die Stiftung als Werkzeug der Meinungszensur. Das, was auf den ersten Blick abwegig klingt, wird bei näherer Betrachtung immer wahrscheinlicher. Die Stiftung ist unter anderem auch mit dem Rufmordportal Psiram vernetzt. Sucht man über die Suchmaschine Google das Stichwort Psiram nur auf den Seiten der Amadeo-Antonio-Stiftung, wird man 9-mal fündig. Interessant sind dabei die Themen. Man findet exakt die Themen, gegen die nach eigener Aussage Psiram kämpft. Hab, Impflüge, 9-11, Chemtrails, Klimawandel, neue Weltordnung, Überwachungsstaat und so weiter und so weiter. In jedem dieser Artikel ist die Webseite psiram.com als weiterführende Informationsquelle aktiv verlinkt. Zusätzlich wirbt die Stiftung in ihren Flyern für das Portal Psiram sogar mit dem Psiram-Symbol. Es ist schon außerordentlich auffällig, dass eine Stiftung, die sich vordergründig nur mit dem Thema Rechtsradikalität und Flüchtlingshilfe beschäftigt, auch diese Themen behandelt. Umgekehrt findet man die Amadeo-Antonio-Stiftung 24 Mal auf den Seiten von Psiram erwähnt. Viele der Erwähnungen haben mit dem Rechtsstreit zwischen Xavier Naidoo und der Stiftung zu tun.
Man findet aber auch beispielsweise ein Profil zu einer Autorin namens Netzklempnerin. Darin gibt es eine Linkliste und in der Linkliste verweisen 2 von 13 Links direkt bzw. indirekt auf die Amadeo-Antonio-Stiftung. Es ist damit sicher, dass es hier gegenseitige Sympathien gibt, eventuell sogar Bekanntschaften zwischen den Akteuren beider Internetseiten. Auch die Vorgehensweise auf psiram.com gleicht frappierend den Methoden der Stiftung, die eine ähnliche Rufmordkampagne zur vorgeblich Rechtsradikalen über das Portal neue-rechte.net betreibt. Wir fassen zusammen. Tageszeitungen berufen sich auf psiram.com, um Daniele Ganser das Prädikat rechtsradikal anzuhängen. Dieser Internetpranger selbst wird ebenfalls von der Transatlantifa als Rufmordwerkzeug genutzt, um Personen als rechts- bzw. rechtsradikal zu stigmatisieren. Mitglieder der Antifa werden mindestens indirekt vom Staat unter anderem für Gegendemos gegen rechte Demonstranten bezahlt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat auffällig viele aktive Links zu Psiram und wird noch häufiger im Psiram selbst erwähnt. Eine Angestellte der Stiftung in Person von Julia Schramm zeigt durch ihre Äußerungen, dass sie ideologisch den Antideutschen nahesteht, welche an der Zersetzung des Staates Deutschland arbeiten. Außerdem erhält die Stiftung massive finanzielle Unterstützung vom Staat selbst. Hier wird eine Organisation und deren Internetauftritte durch Staatsorgane genutzt, um abweichende systemkritische Meinungen zu unterdrücken. Das ist eine staatsfinanzierte Zensur. Zurück zur Wikipedia. Die Autorenschaft der Wikipedia besteht darauf, ein Recht auf Anonymität zu pflegen. Begründung dafür gibt es einige. Maximilian Sterz schrieb dazu unter anderem in seiner Magisterarbeit im Jahr 2005: Aufgrund der offenen Publikationsbedingungen ist es in der Wikipedia ohne weiteres möglich, Beiträge unter falscher Signatur zu verfassen oder gar Beiträge anderer Benutzer nachträglich zu manipulieren und auf diese Weise Diskussionen zu verfälschen und registrierte Benutzer in Misskredit zu bringen. Die weit verbreitete Anonymität der Wikipedia-Benutzer schafft den Wikipedia-Autoren selbst aber auch immer wieder Probleme. Nicht nur unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten sind anonym verfasste Artikel wenig vertrauenswürdig. Auch innerhalb der anonymen Wikipedia-Autorenschaft gibt es ein massives Vertrauensproblem, unter dem das Arbeitsklima und die Qualität der Wikipedia merklich leidet. Um diesem Vertrauensproblem entgegenzuwirken, gibt es unter anderem eine Initiative der gegenseitigen Vertrauensbeweise innerhalb der Wikipedia. Wikipedia-intern wird dafür der Begriff Vertrauensnetz verwendet. Viel interessanter ist die Tatsache, dass es eine zweite, deutlich umfangreichere Liste mit knapp 2000 Benutzern gibt, die sich gegenseitige Bekanntschaften bestätigen. In dieser großen Liste gibt es 65 Benutzer der Wikipedia, die 200 Bekanntschaften oder mehr bestätigen. Das sind Benutzer, die offensichtlich sehr gut in der Wikipedia vernetzt sind. Die allermeisten der hier bestvernetzten Benutzer der Wikipedia sind Administratoren oder haben noch weitreichendere Rechte. Wir finden hier auch alte Bekannte in der Liste, so zum Beispiel die Administratorin und Bürokratin Itti, die zum Beispiel rund um den Wikipedia-Artikel Daniele Ganser damit beschäftigt ist, eine neutrale Schreibweise im Artikel zu verhindern. Man kann sie aufgrund ihres Verhaltens, welches rund um den Artikelkomplex zur US-amerikanischen Geopolitik durch zahlreiche ungerechtfertigte Kontosperrungen gekennzeichnet ist, dem antideutschen Lager zurechnen. Diese Antideutschen findet man, wie bereits erwähnt, sehr häufig in der linksradikalen bis linksextremistischen Szene, zum Beispiel in der Antifa. Dass die Bürokratin und Administratorin Itti den Sichter Co-Pilot alias Jesusfreund alias Gerhard Sattler protegiert, ist wohl kein Zufall. Denn dieser Gerhard Sattler hatte laut eigener Aussage auch Kontakte zu linksradikalen Kreisen. Andere aus dem letzten Film bekannte ehemalige Admins, wie zum Beispiel JKB, der ebenfalls dem gleichen Lager zuzurechnen ist, sind hier ebenfalls im Bekanntschaftsnetzwerk zu finden. Wir sehen, dass diese Wikipedianer ebenfalls auffällig gut in der Wikipedia vernetzt sind. Man kann insgesamt feststellen, dass Personen mit hoher Anzahl an Bekanntschaften mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Administratoren in der Wikipedia sind, also über besondere Rechte in der Online-Enzyklopädie verfügen. In jedem Fall sind sie aber aufgrund ihrer zahlreichen Bekanntschaften so gut wie unsperrbar. Wir haben im letzten Film schon herausgearbeitet, dass sich in der Wikipedia Seilschaften gebildet haben und mafiöse Strukturen existieren. Hier wird das ganze Problem nun offenbar.
Es gibt eine ganze Riege an Administratoren, die trotz offensichtlichen Fehlverhaltens und zahlreichen darauf folgenden Vandalismusmeldungen niemals um ihre Administratorenrechte fürchten müssen. Durch die gute Vernetzung und die persönlichen Bekanntschaften sind Verfahren zur Enthebung ihrer Sonderrechte bisher nicht gestellt worden, beziehungsweise so selten, dass wir nicht fündig wurden. Noch nicht mal zahlreiche Vandalismusmeldungen, die reales Fehlverhalten in der Wikipedia anmerken, führen zum Ziel. Warum? Diese Administratoren genießen den Rückhalt einer großen Anzahl an Wikipedianern. Hier zum Beispiel die Vandalismusmeldungen gegen die Administratoren und Bürokratin Itti. Hier die Vandalismusmeldung zu einem anderen hohen Admin namens XenonX3. Diese und andere problematische Administratoren haben in den letzten Jahren zig Vandalismusmeldungen schadlos überstanden. Und das, obwohl darunter schwerwiegende Anschuldigungen waren, wie zum Beispiel bezüglich Itti. Itti prüft vorangegangene Vandalismusmeldungen nicht, sondern hakt sie sofort als erledigt ab. Kommentarlose Reverts meines Beitrages 3 und 4. Unstatthaftes Entfernen von Diskussionsbeiträgen. Itti revertiert meine Ausklammerung des Erledigt-Bausteins 34, obwohl deutlich aus dem Diskussionsverlauf hervorgeht, dass es Einwände kamen. In my opinion zum x-ten Mal sympathisierende Verschleierung unter Missbrauch der Admin-Stellung. Dieser letzte Eintrag ist besonders interessant. Er beruht auf der Aussage von Benutzer Kranicho. Er erhebt den schwerwiegenden Vorwurf der Manipulation des Diskussionsverlaufs durch Itti zum Artikel Daniele Ganser. Und folgendes passiert danach mit dem Melder. Yo, jemand, der nichts mit der Diskussion zu tun hat, findet nach 5 Edits in 2 Jahren zufällig dieses Honigtöpfchen und kann es nicht beim Kommentieren belassen. Yo, ich frage mich eigentlich nur, wie viele Fleischpüppchen noch so unterwegs sind. Doch ich danke dir, denn mit deiner Aktion hast du gezeigt, dass es völlig korrekt ist, die Seite weiterhin unter den von HE3NRI vorgegebenen Bedingungen zu betreuen. Es grüßt die Itti. 23.39 Uhr am 24. Januar 2016 CET. Und das war jetzt rechtfertigend? Kranicho Diskussion 23.41 Uhr 24. Januar 2016 CET. Störaktion wurde rückgängig gemacht. Melder wegen kein Wille zur Mitarbeit gesperrt, vermutlich Sperrumgeher. 23.46 Uhr, 24. Januar 2016 CET. Aufgrund einer lediglich vermuteten Sperrumgehung wird hier zur Höchststrafe gegriffen, nämlich der unbeschränkten Sperrung des Kontos des Antragstellers. Und zusätzlich wird kein Wille zur Mitarbeit unterstellt. Ist das Willkür? Nein, das hat System. Die Administratoren erstellen sich auf diese Weise ihr Wählervolk selbst. Sie glauben das nicht, dem ist aber so. Wie wir am Beispiel des Wikipedia-Artikels zu Daniele Ganser im letzten Film und hier wiederholt nachweisen konnten, werden alte, aber vor allem neue Wikipedia-Benutzer mit abweichenden Meinungen aufgrund von Lappalien systematisch unbeschränkt gesperrt. Das führt zu zweierlei Ergebnis. Zum einen haben unsere üblichen Verdächtigen in der Wikipedia dann Ruhe vor den Störenfrieden. Zum anderen können die ausgesperrten Benutzer dann auch keinen Einfluss mehr auf die Wahl der Administratoren nehmen. Und der besagte Artikel ist nicht der einzige, wo diese Sperrpraxis um sich greift. Eine effektive Meinungszensur, und das hat wenig mit demokratischen Prinzipien zu tun. Man stelle sich vor, dass die Parteien im Bundestag ganze Bevölkerungsschichten sperren und von der Wahl ausschließen könnten. Wir würden nie wieder etwas von sogenannten Protestwählern hören, es gäbe sie einfach offiziell nicht, weil sie nicht zur Wahl zugelassen wären. Ein Traumsystem für die etablierten Parteien. Für den Wähler ein Albtraum. Die Wikipedia ist da der realen Welt schon etwas voraus. Sie verfährt bereits genau nach diesem Prinzip. Die Ruhrbarone, für die unter anderem der Psychologe Dr. Bartoschek in seiner journalistischen Tätigkeit viele Artikel schreibt, stellen eine gewisse Anomalie innerhalb der Wikipedia dar. Auffällig häufig wird der Blog Die Ruhrbarone aus der Wikipedia verlinkt. Insgesamt ca. 106 Verlinkungen sind derzeit zu finden. Das ist außergewöhnlich, zumal Blogs in Wikipedia nur äußerst selten als Quellenangabe zugelassen werden. Was steckt dahinter? Die Verbindung zwischen
diesen Ruhrbaronen, und Wikipedia ist offensichtlich so, dass Menschen auf beiden Seiten aktiv sind, weil nur so lässt sich erklären, dass ein vergleichsweise unbedeutender Blog oder eine unbedeutende Webseite wie die Ruhrbarone über 100 Mal auf Wikipedia verlinkt sind, wohingegen andere Sachen, die vielleicht nicht so, die viel, viel gewichtiger wären, nicht berücksichtigt werden. Das spricht dafür, finde ich, dass Leute auf beiden Seiten aktiv sind, sich gegenseitig zitieren und durch diese Wechselzitierung eine gewisse Glaubwürdigkeit von beiden Blogs erzeugen, weil dann natürlich bei Suchvorgängen bei Google oder sonst irgendwo die Seiten entsprechend hochgerankt werden. Es sieht tatsächlich so aus, als ob aus der Wikipedia-Gemeinde heraus eine Gruppe von Editoren gerne den Ruhrbaron Links spendiert und damit Relevanz für Suchmaschinen wie Google vortäuschen möchte. So kamen außerordentlich viele Ruhrbaron-Einträge 2009 bis 2013 in die verschiedenen Artikel der Wikipedia. Hier missbrauchen die Ruhrbarone bzw. ihre Sympathisanten die Wikipedia als Werbewerkzeug. Wer stellt diese Links in die Wikipedia? Zum Beispiel die Autoren Edelseidener, JMB 1982, E-Cup, Miltrak und Berichtbestatter. Letzteren kennen wir auch schon aus dem letzten Film. Der Benutzer Felix zum Beispiel verteidigt die auffällig häufigen Verlinkungen der Ruhrbarone vehement gegen den Einwand, dass solche Blogs in der Wikipedia nur in Ausnahmefällen zitiert werden sollten. Dieser Benutzer Felix ist für uns nunmehr ein alter Bekannter. Er gehört in den inneren Zirkel der Wikipedia-Autoren, die stramm auf US-amerikanischer Linie für die Wikipedia schreiben. Und er ist einer dieser sakrosankten Autoren, die praktisch unsperrbar sind. Zum Beispiel beeinflusste Felix die Artikel über den Journalisten Ken Jebsen und über die Friedensaktivistin und Autorin Katrin McLean nachhaltig. Häufig wurden von ihm gezielt positive Passagen entfernt bzw. diskreditierende Passagen in die Artikel eingearbeitet. Rund um die Wikipedia-Aktivitäten der Ruhrbarone gibt es weitere Besonderheiten. Ein weiteres auffälliges Wikipedia-Konto ist das Konto JMB 1982. Der Benutzer JMB 1982 hat unter anderem als Erstautor im Jahr 2013 den Artikel JMB-Verlag in der Wikipedia erstellt. Man benötigt keine Hilfestellung, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass JMB 1982 im Artikel JMB-Verlag der Hauptautor ist. Der Eigentümer des Verlags ist laut Wikipedia ein gewisser Jens M. Bollm. Hier ist man sicher kein Hellseher, wenn man die begründete Vermutung anstellt, dass das Wikipedia-Benutzerkonto JMB 1982 von eben diesem Jens M. Bollm geführt wird. Die anonymen Autoren der Blogseite Antipsiram sehen das ganz genauso. Außerdem korreliert damit eine Profilseite des Internetdienstes Flatter.com. Darin wiederum angegeben ein Instagram-Konto namens JMB 1982. Wir kommen daher zum Schluss, dass mit außerordentlich hoher Wahrscheinlichkeit JMB 1982 dem Namen Jens M. Bollm zuzuordnen ist. Der Autor JMB 1982 steht eigentlich laut Wikipedia-Regeln in einem Interessenskonflikt, weil er den Wikipedia-Artikel zu seinem eigenen Verlag editiert. Eigentlich dürfte er genau das nach den Wikipedia-Richtlinien nicht. Aber wenn das bei einem Administrator Armin Kübelbeck und der Firma Merck so durchgeht, warum nicht auch bei JMB 1982? Man fragt sich ohnehin, ob man nicht gleich die einschlägigen Wikipedia-Regeln streichen kann, wenn sich sowieso keiner dran hält. Der JMB-Verlag verlegt eine überschaubare Menge an Büchern von einer ebenso überschaubaren Anzahl an Autoren. In der Autorenschaft gleich als erster Autor genannt ist der Psychologe Dr. Sebastian Bartoschek. Als letzte Autoren in der Liste werden die Ethnologin Alexa und der Psychologe Alexander Waschkau erwähnt. Damit passt auch zusammen, dass die zugehörigen Wikipedia-Artikel von JMB 1982 nicht nur maßgeblich editiert werden, sondern im Falle des Artikels zu Bartoschek und des Artikels zu Alexa Waschkau auch neu erstellt wurden. Hier pflegt JMB 1982 offenbar die Profilseiten seiner Klienten. In meinen Augen abermals ein Interessenkonflikt. Nun aber zu Bartoschek. Dr. Sebastian Bartoschek ist neben Stefan Laurin und anderen einer der Hauptautoren, die hinter der Seite ruhrbarone.de stecken. Dr. Bartoschek ist in die GWOP und in die Autorenschaft rund um Psiram.com sehr gut vernetzt.
Wie sonst könnte er mit den durchweg anonymen Autoren von ESOWATCH, dem Vorgängerprojekt von Psiram.com, Interviews führen, wie zum Beispiel hier im Blog der GWOP aufgeführt. Er ist offizielles Mitglied der Rhein-Ruhr-Skeptiker, einer lokalen Gruppe der GWOP und hat, wie man hier entnehmen kann, eine Dissertation zum Thema Verschwörungstheorien verfasst. Ich weiß von Sebastian Bartoschek, dass er Mitglied der GWOP ist, das hat er mir selber gesagt, und dass er sehr aktiv in diesem Bereich ist und auch auf der Ruhrbaron-Webseite sehr viel bloggt. Ich habe vor Zeiten mal auf meiner eigenen Webseite einen Nachruf auf Klaus Fritzsche gepostet, weil ich in seinem Beirat war. Der hat so einen Blog betrieben, der hieß Cam Media Watch, also ein Faktencheck-Blog über Journalisten, die negative Informationen über Komplementärmedizin verbreiten. Klaus Fritzsche hat sich aus verschiedenen Gründen das Leben genommen. Ich habe damals einen Nachruf auf meinem Blog gepostet. Und es hat keine 10, 15 Minuten gedauert, hat mich Sebastian Bartoschek angerufen, weil er sicherstellen wollte, dass ich keine dummen Witze mache. Ich gehe mal davon aus, die Skeptiker-Szene meinte, Fritzsche wäre einfach abgetaucht und hätte das gemacht, um sie irre zu führen. Und er wollte sicherstellen, dass das nicht der Fall ist. Dazu passt auch, dass Bartoschek und einige andere prominente Personen sich in einer Wikipedia-Kategorieliste zum Thema Skeptikerbewegung wiederfinden. Hierin ist auch das Portal Psiram und die Brights-Bewegung erwähnt. Dazu später mehr. Man kann also ohne größere gedankliche Anstrengung annehmen, dass der Blog der Ruhrbarone ebenfalls die Thesen und Meinungen der Skeptikerbewegung vertritt. Tatsächlich zeigt hier der Ruhrbarone-Blog ein dem Vorgehen der GWOP auffällig ähnliches Verhalten gegenüber Daniele Ganser. Gleich mehr dazu. Außerdem interessant ist, dass man auf Psiram einen Benutzer findet mit dem Namen BMJ1982. Dieser Benutzer hat schon arge Ähnlichkeit mit dem Benutzer JMB1982 aus der Wikipedia. Machen Sie sich selbst einen Reim darauf. Sebastian Bartoschek ist also in der GWOP. Wenn man nachforscht, wer in diesem Verein noch Mitglied ist, stößt man auf alte Bekannte aus der Wikipedia. Der uns bereits bekannte Armin Kübelbeck scheint ebenfalls mit der GWOP vernetzt zu sein, auch wenn er nicht offiziell Mitglied dieses Vereins ist. So hat er als Autor Kübi ein Foto vom Vereinsschild der Gesellschaft auf die Wikipedia hochgeladen. Fotos mit seiner Urheberschaft tauchen auffällig häufig auf einer Internetseite auf, die der GWOP nahesteht, dem Brights Blog. Oder hier. Oder hier. Der Brights Blog verlinkt und erwähnt die GWOP ca. 3530 Mal. Hier gibt es offensichtlich Massen an gemeinsamen Themen und das Bestreben einer intensiven Werbung für die GWOP. Was ist die GWOP? Laut eigener Aussage folgendes. Die GWOP hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wissenschaft und das wissenschaftliche Denken zu fördern. Die GWOP untersucht parawissenschaftliche Thesen nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand und berichtet öffentlich und allgemeinverständlich über ihre Ergebnisse. Die GWOP möchte wissenschaftliches bzw. kritisches Denken und wissenschaftliche Methoden verbreiten, allgemeinverständlich erklären und echte Wissenschaft klar von Parawissenschaft abgrenzen. Auf diese Weise will sie dazu beitragen, die Anfälligkeit der Gesellschaft für parawissenschaftliche Vorstellungen und Versprechungen abzubauen. Die GWOP ist eine international ausgerichtete Gesellschaft. Sie arbeitet gerne mit gleichgesinnten Personen, Organisationen und Institutionen zusammen. Das klingt zunächst recht harmlos. Das scheinen alles redlich arbeitende Naturwissenschaftler zu sein. Und die GWOP ist tatsächlich nicht alleine stehend. Es gibt eine große Anzahl an Skeptikerbewegungen in aller Herren Länder. Auffällig viele dieser Vereinigungen stammen aus den USA. Dort wird zwischen Skeptikerbewegungen und religiösen Gruppen wie zum Beispiel den Kreationisten ein beiderseits dogmatisch geführter Meinungskrieg ausgetragen. Dr. Wunder, Soziologe und Geograf, war Gründungsmitglied der GWOP in Bonn im Jahr 1987. Er übernahm innerhalb des Vereins verschiedene Funktionen bis hin zum Redaktionsleiter der Zeitschrift Skeptiker. 1999 kam es zur Trennung von der GWOP wegen grundsätzlicher Meinungsdifferenzen. Er sagt zu GWOP folgendes.
Man muss auch sehen, was eigentlich der Triebgrund dieser sogenannten Skeptikerbewegung ist. Sie ist ja entstanden in den 70er Jahren in den USA. Und wenn man die Gründungsdokumente liest, sieht man ganz eindeutig, dass es darum geht, man will bestimmte Vorstellungen, die man selber für irrational oder pseudowissenschaftlich hält, in der Öffentlichkeit bekämpfen und zurückdrängen. Und wenn ich jetzt gleichzeitig diesen vermeintlichen Pseudowissenschaftlern und Irrationalisten ein Forum biete, wo die zu Wort kommen können, dann wird das natürlich völlig konterkariert. Aber gleichzeitig ist diese Strategie, eigentlich unter sich zu bleiben, mit den Gegnern oder vermeintlichen Gegnern gar nicht zu diskutieren, es führt dazu, dass man sich immer weiter in seine eigenen Meinungen bestärkt, einigelt, so eine Art Tunnelblick entwickelt. Das ist das, was man im Wissenschaftsbetrieb eigentlich pathologische Wissenschaft nennt, also eine krankhafte Entartung des Wissenschaftsbetriebs, wo Wissenschaft dann zu einer Art Religion oder Weltanschauung wird, sich in Schulen, in wissenschaftlichen Sekten untergliedert, die sich gegenseitig bekämpfen und die dann in der Regel immer auf der gleichen Stelle bleiben und das entwickelt sich nicht fort. Das ist die Konsequenz im Wissenschaftsbetrieb, aber auch innerhalb jetzt bei der GWUP, die sich ja eigentlich außerhalb des Wissenschaftsbetriebs bewegt. Da werden keine wissenschaftlichen Journale herausgegeben, sondern es geht um Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Pressemitteilungen, durch Veranstaltungen und so weiter. Professor Wallach vertritt eine ganz ähnliche Meinung zur GWUP. Er sagt: Ich denke, die GWUP ist ein sehr heterogener Verein. Es sind einige Leute dabei, die haben ein echtes Anliegen. Da würde ich jetzt mal sagen, kann man haben, dass man die Welt vor Leuten schützt, die an Homöopathie oder an sonst was glauben. Aber es sind auch eindeutig, ich würde mal sagen, ideologisch verhärtete Menschen dabei, die also das Gefühl haben, sie müssen das, was sie glauben, so aggressiv in die Welt bringen, wie seinerzeit mal die katholische Kirche versucht hat, den Katholizismus in die Welt zu bringen. Also andersrum gesagt, mir scheint, dass ein großer Teil der Leute, die dort aktiv sind, eigentlich religiös sind, im Sinne von glaubensreligiös. Die glauben nur nicht an irgendeinen lieben Gott oder so, sondern an die Gültigkeit der materialistisch-wissenschaftlichen Weltanschauung, wenn ich es mal so sagen darf. Wie bereits erwähnt, sind Bilder mit der Urheberschaft von Armin Kübelbeck auf der Seite der Brights zu finden. Wir fragen uns also, ob der Biochemiker Dr. Armin Kübelbeck auch hierhin Kontakte hat. Auch der Name Sebastian Bartoschek taucht im Brights-Blog insgesamt über 30 Mal auf. Was sind die Brights? In Wikipedia kann man Folgendes lesen. Die Brights sind Menschen mit einem naturalistischen Weltbild, das frei von mystischen und übernatürlichen Elementen ist und deren Ethik und Handlungen auf diesem Weltbild beruhen. Diese Formulierung wurde laut Wikipedia erstmals bei einer Konferenz der Atheists Alliance International vorgestellt, also bei einem internationalen Treffen der Atheisten. Also diese Brights-Bewegung ist jüngeren Datums, erst so in den 90er Jahren entstanden. Was die gemeinsame Schnittmenge ist, ist natürlich die Berufung auf das Gedankengut der historischen Aufklärung, was ja zunächst mal nichts Schlechtes ist. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das kann ich voll unterschreiben. Und dieses sapere Aude ist sogar das Login von meinen Kursen hier an der Universität, wer sich da einloggen will. Das ist also zu begrüßen. Aber die historische Aufklärung ist natürlich auch als Gegenbewegung entstanden zu vieles, was als Aberglaube etikettiert wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht zunächst mal, durchaus auch mit polemischen Mitteln. Und diese Furcht vor dem Irrationalen, vor Aberglaube, was man bekämpfen müsste, das ist natürlich das Movens auch dieser Skeptikerbewegung. Und die Brights verstehen sich sozusagen als eine Art Elite. Das kommt ja schon vom, also sozusagen die hellen Köpfe, könnte man das auf Deutsch übersetzen, die sich also für schlauer halten als andere. Und das aber dann auch verbunden mit einer weltanschaulichen Ausrichtung, die mit dem Religiösen nichts zu tun hat. Da ist also Religion dann auch
wird in den gleichen Topf gesteckt wie Aberglaube, sehr pauschal. Da gibt es breite personelle Überschneidungen, übrigens auch mit so Atheistenvereinigungen, eine ganze Menge. Aber es wird so eine Art Arbeitsteilung betrieben. Die Skeptikerbewegung, die GWUP, kümmert sich um nicht institutionalisierte Formen von so religiösen Ansätzen aus deren Sicht, also von so Horoskopen und Komplementärmedizin und vielen anderen Dingen mehr. Und andere Gruppen arbeitsteilig, oft aber genau die gleichen Personen. Dann geht es gegen die Kirchen, geht es gegen Religion allgemein. Auch die Zentrale sozusagen der Skeptikerbewegung in Buffalo in New York, da sitzen beide Bewegungen, beide Organisationen im einen und im gleichen Gebäude, nutzen die gleichen Räume, es sind teils die gleichen Personen. Es ist sozusagen nur eine formale Trennung im Auftreten nach außen. Die praktische Durchführung sieht dann wahrscheinlich wie folgt aus. Zu den Brights kann man im Internet nämlich lesen, dass hier offenbar Mitglieder der Brights und der GWOP gemeinsame Aktionen durchführen und so beispielsweise Briefe an einen Universitätspräsidenten schreiben, um eine Vortragsveranstaltung zu kritisieren, die von einem Anhänger des Kreationismus an der Universität Würzburg gehalten werden sollte. Mit dieser Aktion haben es Brights und GWOP geschafft, dass die Veranstaltung zum Kreationismus an der Uni abgesagt wurde. Als Naturwissenschaftler stehe ich den Vertretern des Kreationismus selbstredend sehr kritisch gegenüber. Insbesondere die Evolutionstheorie ist mit der Schöpfungslehre wenig bis gar nicht zu vereinbaren. Aber dass hier effektiv die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung und die Freiheit der Lehre beschnitten wird, beängstigt mich. Wer sind die Brights, dass sie glauben, die Weisheit gepachtet zu haben? So handeln üblicherweise nur fundamental religiöse Gruppen. Es gibt natürlich unterschiedliche Stile dabei. Aber was auffallend ist, ist ein System wir gegen die. Also wir, die Skeptikergruppe, die dann auch zusammenhalten muss, so eine Art verschworene Gesinnungsgemeinschaft, wo man zumindest nach außen hin keine großen Differenzen zeigen darf und wo dann auch eine gewisse Konformität durchaus auch gefordert wird. Man lädt auch zu den eigenen Veranstaltungen die jeweils Andersdenkenden nicht oder so gut wie nie ein. Das könnte ja gefährlich sein. Und es wird dann natürlich heutzutage auch über das Internet in breiterster Form auf allen möglichen Medien in sehr polemischer, ja diskreditierender Weise Texte abgelassen. Ein ganz ähnliches Verhalten konnte man auch schon in Bezug auf Daniele Ganser feststellen. Es wurde seitens der Ruhrbarone behauptet, dass Dr. Daniele Ganser unwissenschaftlich arbeite und höchst umstritten sei. Sie versuchten in einer groß angelegten PR-Aktion über Einflussnahme auf einen Universitätspräsidenten einen Vortrag von Daniele Ganser in der Universität Wittenherdecke zu torpedieren. Interessanterweise gleicht dieses Vorgehen exakt den Methoden der Brights. Gibt es hier ein gemeinsames Vorgehen? Stecken die Brights auch hinter der Aktion gegen Ganser? Die Ruhrbarone schrieben: Wie Ruhrbarone berichtete, soll am 29. Oktober in der Universität Wittenherdecke der Verschwörungsideologe Daniele Ganser sprechen. Verschwörungsideologe ist hier nicht die einzige Spitze gegen Ganser. Ganz nebenbei, wieder einmal eine unbelegte Behauptung. Nur 4 Tage vorher wurde folgender Artikel vom gleichen Blog veröffentlicht. Die erste private Hochschule, die durch den deutschen Staat anerkannt wurde, demonstriert wieder einmal ein recht eigenwilliges Verständnis des eigenen Bildungsauftrages zu haben. Laut einer Pressemitteilung der Universität Wittenherdecke trat diese an den antiamerikanischen Verschwörungstheoretiker Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz heran, auf dass jener den Studierenden so etwas Ähnliches wie Medienkompetenz näher bringen möge. Insgesamt eine Formulierung, die einem den Atem verschlägt. Hier gibt es offensichtlich ein fundamentales Fehlverständnis des Wortes Bildungsauftrag und speziell des Artikels 5 unseres Grundgesetzes. Dort steht im Absatz 3: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Hier steht, dass Forschung und Lehre frei sind. Ein Absatz, dass sie nur dann frei sind, wenn es den Ruhrbaronen der GWOP oder den Brights passt, kann ich auch beim besten Willen nicht erkennen. Kann es sein, dass diese Gruppen verfassungsfeindliche Absichten haben? Oder ist das eine Form von Journalismus 2.0, dass man Andersdenkende nicht mehr zu Wort kommen lassen will? Sebastian Bartoszek ist Mitglied der GWOP und bei den Ruhrbaronen einer der führenden Köpfe.
Und es zeigt sich der gleiche Fingerabdruck in der Vorgehensweise von Ruhrbaron, Psiram, GWOP und Brights. Für gemeinsames Vorgehen von Brights und GWOP gibt es noch mehr Hinweise. Gibt man die Begriffe Brights und GWOP in Google ein, findet man zahlreiche gegenseitige Verlinkungen. Außerdem kommt man zwangsläufig zu folgendem Artikel, der wenig Schmeichelhaftes zu den Brights erzählt. Die Gottlosen sind zum Gegenangriff übergegangen. Immer nach dem Motto, ich glaube nicht. Und das ist auch gut so. Eine neue Generation der Freidenker, Pfaffenbeißer und Skeptiker ist aufgebrochen, sich der Rückkehr der Religionen in den Weg zu stellen. Ihre Waffen sind Wissenschaft und Vernunft. Und anders als zu Zeiten Feuerbachs oder Voltaires, das Internet. Hort allen Wissens und allen Wahns. Glaubt man dem Spiegel, handelt es sich bei den Mitgliedern der Brights um eine dogmatisch und sektenhaft organisierte Gruppe, die mit militanten Mitteln die Welt vom Atheismus zu überzeugen sucht. Die Autoren der Pluspedia teilen diese Einschätzung und zitieren die Religionswissenschaftlerin Susanne Heinz sinngemäß. Nach Ansicht des Sektenforschers Robert W. Miller und der Einschätzung der Religionswissenschaftlerin Susanne Heinz sind die Brights eine kleine, aber gefährliche Sekte. Sie wolle das allgemein vorherrschende Weltbild durch eine andere Ideologie ersetzen. Dies unter dem Deckmantel der Wissenschaft, versteckt als trojanisches Pferd. Interessanterweise findet man keine derartige Kritik an den Brights in der Wikipedia. Noch nicht mal ansatzweise. Durchstöbert man die Versionsgeschichte des Wikipedia-Artikels zu den Brights, merkt man auch warum. Man erkennt auch hier das bereits bekannte Muster. Immer wieder werden unliebsame Textpassagen gelöscht, die Kritik an den Brights formulieren. In Wikipedia zeigt sich hier abermals eindeutig das Bild einer zensierten Enzyklopädie und das hinweg über alle möglichen Themengebiete. Hier gibt es offensichtlich ein Interesse am Schönschreiben verschiedener Artikel. Und es wird Meinungsmacht von einer kleinen Gruppe mit großer Ausstrahlungswirkung praktiziert. Der Kreis schließt sich. Wir erkennen langsam, dass die Wikipedia nur als ein Teil eines Netzwerkes, als Meinungsmanipulationsinstrument missbraucht wird. Das Netzwerk besteht unter anderem aus folgenden Seiten: urbarone.de, brightsblog.wordpress.com, gwop.de und zugehöriger Blog, psiram.com und der zugehörige Blog und zu guter Letzt die wikipedia.de. Die Skeptikerbewegung ist im Internet gut aufgestellt. Verschiedene Seiten, die alle den Skeptikern zuarbeiten, verlinken sich gegenseitig, was man mit Hilfe von Google sofort überprüfen kann. Schauen wir uns das Netzwerk mal als Ganzes an. Man erkennt sofort, dass die gegenseitige Verlinkung weniger stark von der Wikipedia ausgeht, sondern im Wesentlichen zwischen Ruhrbaron, Brights, GWOP und Psiram stark ausgeprägt ist. So kann man 57 ausgehende Verlinkungen und Erwähnungen von Psiram auf den Seiten der Ruhrbarone finden. 726 Verlinkungen gibt es vom Psiram-Forum zu den Ruhrbaronen. Insgesamt gibt es 3810 Erwähnungen der Ruhrbarone auf Psiram. Die Ruhrbarone verlinken die GWOP 102 Mal. Aus dem Blog der GWOP erhalten sie 117 Verlinkungen. Von der Wikipedia gibt es stark schwankende Zahlen an Verlinkungen zu den Ruhrbaronen. Diese liegen in etwa zwischen 50 und 150. Aus dem Psiram-Blog heraus ist die GWOP 2650 Mal verlinkt. Aus dem Brights-Blog kommen sagenhafte 3530 Verlinkungen. Psiram verweist 329 Mal auf die GWOP. Psiram selbst wird von der Wikipedia immerhin 196 Mal verlinkt, für eine derart unsachliche Quelle ein beachtliches Ergebnis. Interessant ist noch die Adresse hpd.de. Der humanistische Pressedienst scheint ein Kind von Brights und GWOP zu sein. Er wird im Brights-Blog 855 Mal erwähnt und die Seite hpd.de verweist 1960 Mal auf die GWOP. Das alles dient offensichtlich der sogenannten Suchmaschinenoptimierung und führt beispielsweise in Google dazu, dass die besagten Domains bei bestimmten Themen immer an oberster Stelle in der Suchmaschinenantwort erscheinen. Man nennt dies SEO, Search Engine Optimization. Diese technische Methode verstärkt die Meinungsmacht, die sich hier auf die Skeptikerbewegung konzentriert.
Dieses Skeptikernetzwerk bestimmt über das, was gesagt werden darf und das, was der Massenmeinung entsprechen soll. Quasi als Trittbrettfahrer nutzt eine neuerliche pseudolinksradikale und antideutsche Gruppe, die sich unter anderem als Antifa tarnt, den Server Psiram, um Rufmordkampagnen gegen ihre vermeintlichen Gegner zu starten. Nach all den Recherchen kennen wir nunmehr in der Wikipedia einige Benutzer, die die Interessen der Skeptikerbewegung und die der Antideutschen verfolgen. Allerdings müssen wir hier einschränken, dass für einige der genannten Benutzer zwar klar ist, dass sie einer Agenda folgen, wir jedoch die Benutzer nicht eindeutig dem ein oder anderen Lager wirklich sicher zuordnen konnten. Die folgende Liste kann also in Teilen Fehler enthalten und sie gibt selbstverständlich nur einen Ausschnitt der uns bekannten auffälligen Wikipedia-Benutzer wieder. Wahrscheinlich zugehörig zu Transatlantikern, Transatlantifa oder Antideutschen sind Al-Nilam, Al-Raunenstern, Asperinix, Berichtbestatter, Philistoria, Filzstift, Fiona Bain, Fossa, He3 Henry, Iti, JD, JKB, Jos Fritz, Karl IV., Co-Pilot, Kritzulina, Orik, Vieh, Portuos, Schwarze Feder, Stefan 64. Zum Skeptikernetzwerk gehören wahrscheinlich Drarek 01, EH42, Framhain, Hopp Gadling, JMB 1982, Kai Martin, Kübi, Liberaler Humanist, Simplicius, Vizirak, Xenon X3. Zu beiden Lagern gehören sehr wahrscheinlich Density, Felix, M. Burch, Nuuk, Überblick. Es hat sich offenbar untergründig im Netz ein bedenklicher Status quo etabliert. Im Wesentlichen haben zwei Gruppen sehr erfolgreich die Mainstream-Medien von der Wikipedia bis in verschiedene Zeitungen unterlaufen. Zum einen eine Bewegung, die aus der neuerlichen Antifa hervorgeht, in der Neokons bzw. Antideutsche den Ton angeben. Hier wird offenbar nicht mehr wie früher gegen das kapitalistische und imperialistische System agiert, sondern diese Bewegung unterstützt aktiv die Meinung der US-Regierung und der israelischen Regierung und das uneingeschränkt. Jeder, der Kritik an der israelischen Gaza-Politik oder an der US-amerikanischen Nahost-Politik übt, wird als Verschwörungstheoretiker, Antisemit oder Anti-Amerikaner betitelt. Diese Transatlantifa nutzt unter anderem das scheinseriöse Portal psiram.com, um Rufmordkampagnen gegen vermeintlich Rechtsradikale zu veranstalten. Viele dieser vorgeblich Rechtsradikalen entpuppen sich am Ende als Vertreter der Friedensbewegung und sind der friedlichen politischen Mitte zuzuordnen. Mittels einiger sympathisierenden Journalisten in namhaften Zeitungen und Zeitschriften schafft es diese Bewegung sehr erfolgreich, eine Meinungsmanipulation der breiten Bevölkerung durchzusetzen. Des Weiteren agiert inzwischen flächendeckend in Deutschland eine sektenmäßig organisierte Skeptikerbewegung. Diese nutzt ebenfalls das Portal psiram.com für ihre Propagandaaktionen. Die Skeptikerbewegung wird unter anderem vertreten durch die Ruhrbarone, die GWOP und die Brights. Ganz allgemein würde ich sagen, wenn man nach den Gemeinsamkeiten fragt zwischen so dogmatisch-marxistischen Gedankengut und das, was die GWOP betreibt, dann ist natürlich die Schnittmenge, gerade wenn man Friedrich Engels liest, ist da bedeutender als Marx, dass auch Engels sich stark gegen Aberglaube oder alles, was er dafür gehalten hat, sich gewendet hat, eine stark scientistische, so wissenschaftsgläubige Motivation dahinter, die Vorstellung, die Menschheit entwickelt sich in verschiedenen Stufen immer weiter bis zur perfekten Gesellschaft sozusagen. Und dann eine weitere Gemeinsamkeit ist dieses Freund-Feind-Denken, diese Polarisierung, ne, zwischen Todfeinden. Ne? Also die kapitalistische Gesellschaft geht dadurch unter, dass sich alles immer weiter polarisiert im Proletariat und einige wenige hyperreiche Kapitalisten. Ein dazwischen gibt es gar nicht mehr und die sind Todfeinde und die Kapitalisten werden eben beseitigt letztlich durch den Aufstand des Proletariats, das dann eine einheitliche Meinung hat. Das ist ein bisschen vereinfacht, ja, so die marxische Geschichtsphilosophie. Freund-Feind-Denken, das ist in dieser politisch-dogmatisch-marxistischen Tradition ganz stark ausgeprägt. Und das finden wir natürlich auch hier.
Es geht den Skeptikern nicht um einen aufgeklärten Diskurs über die Problemstellung der heutigen Zeit. Sie wollen ihr Meinungsbild in der Öffentlichkeit durchdrücken. Die Skeptiker sind dabei gut organisiert und bewegen sich mit hohem Technikverständnis im Netz. Sie haben das Online-Lexikon Wikipedia inzwischen fest in ihrer Hand und besetzen dort Posten bis in die höchsten Etagen. Wie konnte das geschehen? Dass in der Wikipedia mehrere zigtausend Benutzer zur Niederschrift des Allgemeinwissens beitragen, ist ein gern erzähltes Märchen. So versuchte auch ein Gerhard Sattler nach unserem letzten Film seine dominierende Position damit kleinzureden, dass er nur ein Nutzer von 300.000 registrierten Wikipedianern sei. Tatsächlich beschränkt sich der wirklich aktive Benutzerkreis auf eine Gruppe von weniger als 2.000 Menschen. Im Artikel von Daniele Ganser haben zwar mehrere hundert mitgeschrieben, es gibt aber nur 9 Benutzer, die einen Textanteil am Artikel von mehr als 1% haben. Darunter Gerhard Sattler mit dem mit Abstand größten Textanteil. Und unter den 9 Benutzern sind ohne Ausnahme Benutzer, die entweder zum linksradikalen Lager oder zum Lager der Skeptikerbewegung gehören. Der Fall Ganser zeigt unserer Meinung nach also exemplarisch das Vorgehen dieser Organisationen. Diese Leute in der GWUP nennen sich ja selber Skeptiker. Das ist ein sehr schillernder Begriff, der verschiedene Bedeutungen haben kann. Skepsis ist, glaube ich, etwas ganz was Wichtiges. Ne? Das brauchen wir auch in der Wissenschaft unbedingt. Aber man sollte ab und zu auch gegen seine eigenen Position, gegenüber seiner eigenen Position skeptisch sein, auch mal denken, könnte es nicht ganz anders sein. Wenn man den Gedanken erstmal zulässt, ist die Versuchung, dogmatisch andere auszuschließen, schon sehr viel geringer. Also ich wünsche mir Skeptiker, die auch gegenüber der Skeptikerbewegung skeptisch sind. Erst dann wären sie wirklich konsequent, aber nicht Skeptiker im Sinne von ja, Anti- und Gegengläubigen. Da ist es ja auch ein Glaube, ne? Das ist, Unglaube ist da der falsche Begriff, sondern es ist ein aggressiver Anti-Glaube gegenüber Andersdenken. So etwas ist nicht sehr hilfreich. Was wir meines Erachtens brauchen, ist ein konstruktiver Dialog zwischen Menschen mit verschiedenen, auch sehr verschiedenen Ansichten im Wissenschaftsbetrieb, im weltanschaulichen Bereich. Nur dann kommen wir inhaltlich weiter. Und es ist, glaube ich, in einer demokratischen Gesellschaft auch angemessen, in so breit es möglich verschiedene Ansichten zuzulassen, sie nicht versuchen, auf gerichtlichen Wege kaltzustellen oder durch öffentliche Briefe, Pressekampagnen und so weiter. Das zeigt meines Erachtens auch von einem defizitären Demokratieverständnis.